habe ich mal gerade. Ich lasse mal gerade wieder ein bisschen mitlaufen für YouTube. Ne? Also, liebe Freunde, ihr habt hier gerade nicht sehr viel verpasst. Das ist jetzt der YouTube-Zusammenschnitt meines Livestreams auf Twitch. Wir hörten damit auf im ersten Teil, dass wir diese Teile hier geschnitten haben, oben, unten. Und jetzt aktuell sind wir hier dabei. Ich habe diese kleinen Teile hier, wie ihr seht, freihändig einfach im 45-Grad-Winkel eingeschnitten. Die anderen Teile habe ich nicht so behandelt. Und das kommt jetzt gleich hier einfach drauf. Ja, das sieht jetzt auch etwas aus wie irgendein Star Wars-Bau für Figuren oder so. Könnte auch ein Sturmtruppentransporter sein. Jedenfalls sehr cool. Das wollte ich an der Stelle mal sagen. Okay, so, weiter bei uns hier im Text. Was habe ich im Chat verpasst? War charakterbildend überflüssige Hemmungen abzubauen und bei der süßen Videothekarin, ein schönes Wort, den ersten Porno auszuleihen. Ja, das war immer Panne, wenn du dann. Oh, Scheiße, nee, du kannst bei der jetzt keinen Porno leihen, das geht nicht, das geht nicht. Ja, ja, also 90er Jahre Videotheken, Videotheken sind super Thema. Sag mal, Marc, Thema VHS-Kassetten. Du kennst dich doch mit Überschreiben und so. Ja, klar, ich war früher eifriger Raubkopierer, heute kann man das ja mal zugeben, so 25 Jahre später. Da war es ja so ein kleines Teil, das man abbrechen konnte, richtig, ja, und du konntest es auch wieder versiegeln, indem du einfach ein Stück Tesafilm drüber geklebt hast. Ich habe Bloodsport-Kassette, die dieses Teil noch dran hatte und jemand hat aus Versehen das letzte Drittel des Films überspielt. Wie konnte das geschehen? Genau so. Dass der das nicht erkannt hat, der Videorekorder. Es gab welche, die haben das nicht verstanden und dann war das natürlich machbar. Technisch gesehen kann ich es nicht besser erklären, aber je nach Marke oder je nach Billiggerät. Es gab auch mal eine Zeit, da hast du dann verschiedene Billiggeräte gehabt. Die haben dann den Kopierschutz einfach oder diesen Überschreibschutz umgangen. Ja. Aber grundsätzlich hätte das nicht passieren dürfen. Du kannst das ja wiederherstellen, überspielen, indem du ein Stück Tesa drüber geklebt hast. Das war so damals der krasse Tipp in Zeitschriften wie Cinema oder sonst wie was. Dieses Teil noch dran hatte. Genau, daran habe ich in dem Moment auch gedacht, bei den scharfen Angestellten einen Porno ausleihen unvergessen. Ja, und wie wir es alle gemacht haben, ne? Und wie wir mit 15 schon von irgendjemandem, der älter war, der ist dann Mitglied geworden, du bist dann mit der Karte rein, ne? Später, weil er dachte, ey, machst du mal für mich deine Karte, ja, und dann hast du immer auf dessen Konto und so. Ja, das ging bei uns immer nur, wir hatten eine sehr gut sortierte Videothek, die hatte tatsächlich Bücher, Filme, also Bücher zum Gucken. In Kürzer. Die war so gut sortiert, die hatten englische Filme. Mein Gott, bin ich vom Glauben abgefallen, als ich gesehen habe, wie Aliens, die Rückkehr ist 30 Minuten in Deutsch kürzer. Was? Und die hatten halt nicht NTSC, sondern wirklich PAL, weil wir halt auch einen Stützpunkt der Amis hatten scheinbar und deswegen das so gut sortiert gewesen ist. Bestsortierte Videothek Deutschlands, Videowolter Trier. Ja, gibt es natürlich nicht mehr. PAL Videothek und 2022. Worte, die sich ausschließen. Videothek 2022. Wobei das eine ist mehr eine Jahreszahl. So, ja, ich fummel hier gerade einfach das da dran. Wenn es nur an einer Seite, also oben, unten muss es passen und hier an der muss es passen. Ne? Die dritte Seite, vierte Seite ist es ja dann, die kriege ich hin. So, und jetzt hier sehr präzise arbeiten. Das drücke ich hier nachträglich noch an. Den Rest wird dann der Plasti-Dip erledigen. Und der Kleber, den ich jetzt hier hoffentlich richtig. Jetzt würde ich gerne von der Gegenseite drücken. Das ist aber nicht machbar. Ich kann jetzt versuchen, mich ein bisschen zu behelfen. Ich habe eine Idee. Ja, ich komme da nicht durch. Ja, nicht mehr. Das ist natürlich ein Scheiß. Ich hätte das vielleicht vorher kleben sollen. Das wäre es gewesen. Das vorher kleben, die zwei aneinander reinschieben und dann hier anpassen. Ja, jetzt habe ich nämlich hier so eine leicht unschöne Kante. Es gibt nur einen Ausweg. Also natürlich kann ich das wieder rausreißen und voll zerstören, was ich ja nicht will. Fassen wir uns alle mal bitte kurz an den Händen. Das ist wieder eine Aufgabe für die rechte Hand, wie so vieles im Leben. Niemand atmet. Ich krieg das mit. Niemand atmet.
nicht schön, aber selten. Ja, die Kante ist nicht ganz klar, aber sie ist auch nicht, sie ist jetzt auch nicht erbärmlich versaut, ne? Also es ist noch nicht schön geworden. Aber hier, ja, glatt. Glatt genug. Ja, nochmal gucken in der kleinen Kamera, dass man das erkennen kann. Also das haben wir jetzt gebaut. Das bedeutet, wir kommen zum nächsten Teil. Das muss hier drauf. Sven, ich brauche dich mit deinem Maßband und deiner Geisterfalle. Ja, dass wir das heute noch erleben dürfen. Das wundert mich auch. Ich brauche mal die Höhe von dem Steg. Das ist ja einfach nur ein Rechteck. Wir schauen es uns mal an. Ich hoffe, dass ich das noch offen habe. Na? Muss mal gerade mal schauen gehen. Habe ich was verpasst sonst? Keine Zeit. Also jetzt nicht wegen der Pornos. Nee, 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 nie wegen der Pornos. Ja. Das vermisst ja keiner, vermisst das keiner. Oh mein Gott, die Post klingelt. Die Post. So, nochmal ein bisschen was hier an der Stelle, dass ihr auch einen Fortschritt sehen könnt. Ich habe jetzt mal das Teil hier drauf, 5,5 cm ausgemessen. Und da baue ich jetzt einen Körper drum, klebe das drauf. Dann sind wir auch für den zweiten Teil des Streams fertig. Viel haben wir dann heute zwar nicht wieder geschafft, aber das ist ja hier im Zusammenschnitt auf YouTube als Video schneller. Schneiden wir mal hier an dieser Platte, die da drauf kommt. Das habe ich mir jetzt als Zeitvertreib ja gemacht, denn mittlerweile ist dieser Griff fertig geworden. Wir können den mal montieren. Jetzt sieht es langsam auch wie eine Geisterjägerfalle aus, ne? Kann man immer noch ein bisschen Druck drauf geben. Sollte man auch beim Kontaktkleber ja machen. Ich will es jetzt nicht richtig drauf pressen, sonst breche ich hier vielleicht noch was durch. Die Platte ist 19,1 lang, 6,7 breit. Das waren die offiziellen Maße, die wir hier übrigens bekommen haben. Von meinem lieben Freund Sven. So. Dann schneide ich mir das mal zurecht. Das ist jetzt die 3 mm Hartschaumplatte übrigens, die ich hier nehme. Es ist keine Schaumstoffplatte. Könnte ich auch nehmen. Das macht es jetzt ein bisschen schwerer. Aber gerade wenn ich wirklich was Silber haben will, möchte ich das auch mit einer richtigen Silberfarbe bekleben können. Ja. Ich glaube auch, dass das etwas besseren Effekt gibt. Ist nämlich auch dann mehr Stabilität drin. So wird das Ganze dann aussehen. Die kleine Platte ist 6,348. Okay, 6,3 und 4,8. Die wird dann nämlich separat erstmal lackiert. Und dann nachträglich aufgeklebt. Aber das ist gut. Ich muss mir nämlich dann auch das hier frei halten. Sonst klebe ich das nachher auf Plastidip. Das möchte ich auch vermeiden. Bedeutet, ich lege mir das mal an. Ich schaue mir mal gerade das Bild an, wie es sein soll. Gucken wir mal kurz aufs Bild. Also, von dieser Platte sprechen wir. Das ist die kleinere, die draufkommt. Ach, den Aufkleber mache ich mir auch noch. Den drucke ich mir dann hier aus einfach. Den gibt es bestimmt im Internet. So ein Warnaufkleber. Okay.
Na, die Platte ist schon ein bisschen länger, ne? Shit. Die geht ja wirklich bis hier zur Falle mit rein. Meine ist dafür zu kurz. Will ich das noch ändern? Ich könnte jetzt natürlich sagen, ist mir egal. Oder ich probiere es mit einer anderen Platte. Habe ich denn Reste? In so einem Fall schaue ich erstmal, kann ich denn irgendeinen Rest verwerten, dem ich. Ah, gucke mal hier. Das ist eine 2 mm Matte, die habe ich mal von irgendwo abgerissen. Ihr seht, die hat schon mal mit was geklebt. 19,1 war das Originalmaß, ne? 6,7, 19,1. Ja. Komm, das machen wir noch. Dann habe ich halt Auswahl. Gut. Erstmal sicherstellen, dass es auch gerade ist. Nichts ist ja fataler, als während man arbeitet zu merken, ja, war gar nicht gerade, das geht hier so raus und deswegen stimmt jetzt nichts mehr. Das ist ja auch alles schon da gewesen. Also wir sind bei 19,1. Die 1 ist mir jetzt wichtig. Ja, und 6,7 soll es sein. 6,5, 6,6, 6,7. Ist toll, wenn man seine eigenen Maße oben nicht mehr erkennt, ne? Ah, gut, doch richtig gesehen. Warum schneide ich nicht einfach ganz runter bei dem Reststück? Dann ist es überall hier gerade, denn da ist es das nicht. Oben festgehalten, damit da auch nichts passiert. Dann können wir nämlich hier jetzt die 6,7 auch abmessen. Ah, jetzt kommt auch mal Farbe hier aus dem Kuli raus. Und wir haben ja noch weiter hier gleich das Reststück liegen. Es ist ja schon gerade an zwei Stellen geschnitten. Dann können wir direkt weiter mit den 4,8 mal, was ist es, 6,3 machen. Also, was sind denn das für Maße? Ja, imperiales System in metrisch umgerechnet. Ist ja klar, dass das halt hier wahrscheinlich 2/2 of an inch or 3/4 oder ich weiß es nicht. Also 6,3. Also das ist jetzt hier eher, mit einem Kuli ist es halt irgendwie natürlich nicht so präzises Arbeiten, als wenn ich jetzt hier was anderes liegen hätte. So, versuchen wir es mal einfach so anzulegen, dass ich hier direkt weiterarbeiten kann. 1, 2, 3, 4,678. Ich mache mir mal hier extra eine Markierung rein. Ach komm, schneiden wir direkt hinterher. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die 4,8 von der anderen Seite aus messen. 4,5, 6, 7, 8. Ah, Mist, es hat sich verdreht. Verrutscht. Das ist mal besonders gut. Das ist genau, was man braucht. Nicht. Das parallel. Größte Sorge, nicht parallel gearbeitet. Und du schneidest falsch, das wäre es natürlich. Also das hier drauf, ich sehe da kein Problem. Sven, kannst du mir mal den Abstand messen, bitte? Den Abstand von wo das sitzt.
Also von welcher, von der Seite, von der Kante gerechnet, wie weit muss es rein? Und von oben der Kante, wie weit runter? Ist ja beides Silber, das macht es dann wieder einfach. Vielleicht habe ich einen Inch, Zollstock, ja, das wäre witzig. Wenn dann, ja, aber dann müssen wir noch die lustige Sprechweise dazu, weil wie gesagt, 3/4 of an inch oder so. Naja, so weit sind wir mittlerweile. Wir können also unsere Geisterfalle schon mal, ne, hier die Kartusche bald abgeben. Ja, schauen wir uns mal dieses Seitenteil hier an. Also ich finde das mit 6,5 fast charmanter. Die 19,1, die sind richtig, die finde ich sehr gut, aber die 6,7 nicht. Ich werde es, glaube ich, nochmal begutachten und gegebenenfalls dann doch nochmal schneiden. Ich nehme euch mal auf den Desktop mit. Sven, ich habe noch was für dich zum Klären. Wir haben jetzt nochmal das Bild vor uns, ja? Wir sind noch bei dieser Platte, wir haben jetzt die kleinere, die Abstände hier brauche ich noch, das ist dann okay. Eine grundsätzliche Frage. Die Kante hier oben an der Falle, am Gehäuse, wie weit davon ist die weg? Oder, nee, noch viel, ja, einfacher wäre sogar unten fast, ne? Weil die 6,7 sind sehr nah dran, das voll auszufüllen. Und da weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Ich kann das in dem Bild nicht gut erkennen. Ich glaube nämlich, dass das mit ein paar Millimetern weniger bei mir besser aussähe. Von oben muss es 0,6 rein, von der Seite 0,9. Wir sprechen vom, Sven, die letzte Nachricht von dir jetzt ist bezogen auf das kleine. 0,6 cm wäre, so, nee, das glaube ich nicht. Wir sprechen, glaube ich, von dem anderen. Und von der Seite, von unten 1,1. Was? Hä? Sven, reden wir gerade von der kleinen Platte auf die große? Denn ich nichts verstehen. Ja, wie viel Spaß das machen kann, so eine Geisterjägerfalle zu bauen. Genau, da geht es um die kleine silberne Platte. Kleine silberne, von oben 0,6 rein, Seite 0,9, unten 1,1. Ja, das gesetzt den Fall, das stimmt jetzt hier mit den Dingern. Jetzt brauche ich halt von der anderen. Das heißt, ich mache mal die Position klar. Auf der hier. Null sechs von oben. Sechs. Seite 0,9. So, das zeichne ich mir schon mal einfach an. Und jetzt müssten es von unten 1,1 sein. Es sind von unten 1,1, ja. So, dann die andere Platte. Zu deiner zweiten Frage bezüglich Abstands der großen silbernen Platte auf dem Gehäuse schicke ich dir lieber noch mal ein Bild. Gut, ich brauche trotzdem dann halt ein Abstandsbild. Das sieht mir halt sehr nah. Weißt du, die schließt ja hier das komplette ab. Das ist bei mir 7 cm. Und du hattest mir, glaube ich, 7,1 oder 2 gesagt, ist das im Original. Da habe ich also schon eine Abweichung drin. Wenn ich also das hier mit der Platte bedecken möchte, dann sieht das so aus. Es ist einfach gleich ganz drauf. Ja? Und ich glaube, es ist ja nach unten und nach oben, also gerade von dieser kurzen Kante hier,
Und von der, gerade da hat man ja noch so nach unten 2-3 mm jeweils Spiel. Und das habe ich jetzt hier bei 6,7er Breite gar nicht. So, schauen wir mal gerade, was das Gesichtsbuch und der Sven so machen. Ob er mir da was geschickt hat. So, bevor ich jetzt nämlich diese Platte irgendwo draufklebe, ich glaube, die ist nicht, ist die, das sieht nicht gerade aus. Die hat hier irgendwo so einen kleinen Hau. Ich glaube, das merkt man nicht. Ja, ich merke es doch. Habe ich eine einfache Lösung. Gerade schneiden. Hier sind die Zerrbilder. Steht die Falle Kopf. Okay, ich warte auf das jeweilige Bild. In der Zwischenzeit korrigiere ich mal gerade was. Das ist hier nirgendwo richtig gerade. Das kann doch nicht sein. Also das schon, das nicht. Wie geht denn das jetzt? Ist doch verrückt einfach. Ist es halt nur noch 4,7. Wer misst denn das nach, hä? Gut, ich habe zwei neue Bilder bekommen. Es ist tatsächlich ziemlich press drauf. Komm, ich nehme euch mal mit. Schauen wir uns das mal an. Also, wir haben ja hier die Platten, ja, die kleine, die wir gerade geschnitten haben, und hier die große. Und das Gehäuse ist hier wirklich, das ist vielleicht 1 mm. Das kommt hin, wenn bei mir 7 mm exakt sind, ne? Das ist von oben nach unten. Das zweite unten, das sieht mir ein bisschen mehr aus. Wenn das 1 mm ist, wären das vielleicht 2,5, 3. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Ich hätte es nicht gedacht. Wirklich nicht. Also vielen Dank für das Bild. Danke, dass du da auch wirklich immer. Oh nein, der Ray ist umgefallen. Wir müssen Ray wieder hinstellen. Die Musik von Tweaker Ray, und er hat mir, also vorhin, für diejenigen, die auf YouTube zuschauen, vorhin kam die Post, deswegen ist auch ein Schnitt mit drin. Und ich habe von Tweaker Ray ein kleines Paket bekommen. Da hat er mir ein paar Sachen, die er nicht mehr brauchte, zum Beispiel vielen lieben Dank für meinen hier Boba Fett-ähnlichen Mandalorianer-Nachbau, hat er mir diese Rakete zukommen lassen. Die hatte er doppelt. Ja, und schon mache ich sie kaputt. Ich lege sie vielleicht einfach für alle Beteiligten erstmal besser weg. Ja. So, das bedeutet ja wirklich, das müsste man genau so drauf. Und ja, dann ist es wirklich so. Okay. Ja, gut. Das heißt, ich klebe das da drauf. Das wird dann das Letzte sein, was wir heute machen. Danach gibt es Plastidip für das gesamte Teil. Ja, okay, auf der anderen Seite müssen wir beim nächsten Mal dann auch machen. Das heißt aber, ich kann hier schon mal Plastidippen. Plastidipp ist ein Prozess, das aufzutragen auf sowas hier. Es sind so viele Schichten nötig. Und dann aus verschiedenen Winkeln, um alles abzudecken. Dann darf es natürlich nicht zu viel sein, damit es nicht verläuft, keine Nasen zieht. Ja, wäre ein eigenes Video wert. Ja. So bin ich dann erstmal glücklich mit meinem so Katzenklo. Ne? Kannst du jetzt sauber machen hier, dem Schippchen. Schippchen, stell dich mal weg, und wir bringen ein letztes Mal dann doch heute noch Kleber auf. Damit der Onkel dann Plastidippen gehen kann. Ganz in Ruhe, ganz alleine, auch wenn es dunkel ist, mir egal. Im Winter sowas zu machen, wenn du keine Außenbeleuchtung hast, ist das nicht so schön, ne? Aber auf das Licht angewiesen bist. Und plötzlich habe ich Lust, die Klapperschlange zu gucken. Der Film, in dem keine Klapperschlange vorkommt, Kurt Russell eine Kobra auf dem Bauch tätowiert hat und der im Original einfach nur Flucht aus New York heißt.
klebt an mir, nicht an sich. Es soll an sich kleben. Also, das haben wir auch. Ich nehme mir mal selber einen Schluck. Die graue Maus ist wieder da. Du bist immer noch dran. Oh, ja, 17 Uhr. Ich habe. Oh, 17:09 Uhr. Verdammt, ja, jetzt muss ich gleich beenden. Ich klebe jetzt noch diese Teile aufeinander. Trinke einen Schluck, beende. 18 Uhr sehen wir uns wieder auf dem Kanal vom lieben Michi beim Ganlev zum fröhlichen, einmal im Monat stattfindenden Samstagsgespräch. Da besprechen wir immer, was halt so gerade wichtig ist, was man als Nerd wissen muss, in Ausbildung oder nicht. Oder krasser Nerd-Talk, manchmal auch ernste Themen. Macht immer viel Spaß. Ja, sind immer gute Gäste im Chat. Ja. Ah, das ist halt schön. Zeig mal am besten nochmal auf den Bildern, welchen Abstand du brauchst. Ich habe ihn jetzt, Sven. Ich habe ihn. Dankeschön. Du hast alles jetzt ausgemessen, was ich gebraucht habe. Ich bin absolut zufrieden, wie es bisher aussieht. Ich habe meine Fähigkeiten, das ist jetzt auch mein Ernst, ja, deutlich verbessern können, gerade was das Schließen von diesem Sarg hier angeht. Die Farben sind einfach, ich hatte keine in dieser mehr. Also liegt daran, ich habe einmal das dichteste, was der Cosplay-Shop BE hat, bestellt. Das ist das Graue. Und Foamlord konnte halt zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht liefern. Das hier ist von Foamlord das dichteste, was die hatten. 3 cm, also 30 mm Schaumstoffstab, 13,5 und so weiter. Ja, kann da aber nur sagen, macht gerne eure Maße frei Schnauze. Also die Originalmaße, wie ihr jetzt hier mithört, sind halt irgendwie doof. Es macht halt schon Freude. Also wirklich, das bockt mich schon hier. Ich merke hier, müsste man vielleicht noch mal ein bisschen nachkleben. Ja, ich gehe einfach hier mit ein bisschen Leim ran. Das mache ich. Das wirkt dann wie eine Schweißnaht und sieht unauffälliger aus. Ja, aber nicht mehr heute, ne? So. Also, Silberteile. Ihr werdet gerade geklebt. Das sieht alles noch sehr unspektakulär aus, oder? Deine Falle ist dann das Kind von meiner Mutter Falle. Genau. Die müssen dann auch mal sich treffen. Sven, wenn wir uns mal treffen, ne, dann sind unsere Fallen dabei. Die gehen dann gemeinsam in die Falle, weißt du, mit so einer kleinen Decke drüber und naja. Also das zeigt halt einfach, wie unser Hobby auch verbinden kann. Ne? Einfach, hey, beide selbe Interessenslage. Ich finde Geisterjäger toll. Alles klar, ich auch. So, dann nächstes. Ja, ich bin Cosplayer. Ja, geil, ich auch. Ich mache Geisterjäger-Cosplay. Kannst mir da helfen? Ja, ich kann. Ich habe hier Maße und so. Oder eben andersrum. Ja? Ich finde Stargate toll. Ich auch. Ich will ein Stargate-Kostüm machen. Ich habe eins. Kannst du mir da mal zeigen, wie deine Jacke? Ja, du kriegst die nicht mehr weil, aber hey, und schon hat man. Ne? Man kann sich toll austauschen und die Sachen, die ich jetzt hier mit euch baue, die sind immer alle irgendwie Teil von uns allen. Ich habe die an und denke dabei aber an euch, an den Stream, als mir jemand gesagt hat, von euch hier eben, ach, der Max war es ja, hier, nimm die Tastatur. Der Sven dann kam mit, ich habe so eine Tastatur, komm, ich schick dir die. Ne? Oder jetzt eben die Falle. Sven misst die Falle aus. Das wird ein essentieller Teil sein, wo ich bei Ghostbusters denke ich dann an meinen lieben Freund Sven, den ich über YouTube kennengelernt habe. Ja, die Musik, die in meinem Stream läuft, vom lieben Tweaker Ray, der mir die zur Verfügung stellt und dem ich helfen konnte bei seinem Kostüm gerade im Entstehen. Und genau das ist es, Leute. Genau das ist es. Hier findet die Gemeinschaft statt. Nicht die Gemeinschaft des Rings, aber die des Cosplays. Der Onkel wird wieder wehmütig. Ich weine gleich. Will ich nicht. Aber ja.
Feld der Steine sagt ja immer, seine Kuschel-Community, zu der ich ja dann scheinbar auch gehöre, weil ich ihm ja folge und mal gut kommentiert habe ich noch nichts. Ich weiß nicht, ob ich da nicht eher untergehe bei so einem sehr großen Medienschaffenden. Das Ganze ist ja nicht mehr Twitcher, YouTuber, sonst ist ja ein Medienschaffender. Ja, nennen. Und ja, so habe ich dann hier ja auch meine kleine Gemeinde, die sich unterstützt und hilft und hoffentlich größer wird. Würde mich freuen. Ich sehe ja auch immer hier ein paar neue Leute und freut mich auch immer sehr, wenn ihr alle dabei seid. So, das heißt also heute im Teil 3 unseres Ghostbuster Geisterfallen-Videos geht es darum, dass wir hier den Kasten richtig hinkriegen und diese Außenseite, das mit den Kühlrippen. Dazu müssten wir uns das nochmal genau anschauen. Ne? Und ich überlege, was wir zuerst machen. Ich glaube, ich habe erst wirklich Seelenfrieden, wenn die Scheiße hier richtig läuft. Ja? Also, das stellen wir mal auf die Seite. Ja, so viele Seiten gibt es hier nicht mehr. Vor allem, die frei werden. Ah, ist doch alles Scheiße. So. Auf eine Stuhllehne, das ist immer sehr gewagt. So, ich habe auch schon was vorbereitet. Die zwei, hat mir der Sven ja gesagt, sind rot und auch auf den Bildern gezeigt, in der Ghostbusters 2 Fallenversion. So sehen wir sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Videospiel von Ghostbusters, wo sie ja auch... Wer kommt dazu? Hey, der Chris ist da von DoTube. Sehr schön. Ja, mein Manager Paul Barra, ich bin begeistert. Im Spiel Ghostbusters haben sie ja auch dieses Teil, was es erst im zweiten Ghostbusters-Film gab. Von daher auch sehr schön. Hat also einen Bezug. Oh, wir müssen den Ray mal richtig hinstellen. Wir müssen Ray positionieren. Ray sieht nicht richtig zu. Jetzt. Oh. Vielleicht noch was hinten dran, damit er nicht umfallen kommt. Ist konkret? Ja, geht das? Gut. Also, Ray ist dabei. Wir sind da. Alle sind da. Und dann kam der Moment. Wenn ich Heißkleber genommen hätte, wäre das nicht möglich. Und da ich das ja komplett gebaut hatte und nachträglich reingeschnitten habe, sieht man auch, schaut es euch an, seht ihr, dass das überhaupt nicht, also gerade kann man es jetzt gut sehen, dass das nach unten richtig hier versaut ist. Ist gar nicht gerade gewesen. Ich mache das diesmal anders. Wir nehmen uns jetzt, also das und hier die, alles schön, nein, nein. Und auch das hier, ja, ja. Sven, da könntest du tatsächlich mal gleich was zu Anfang machen. Und zwar könntest du mir mal bitte ausmessen, wie lang diese roten Dinger, die hier drauf kommen, sein müssen. Das müssen ja die beiden Stäbe sein. Und ich habe mir schon mal was... Ich mag die Struktur weghaben. Deswegen habe ich mir Latex hergestellt, in Kombination mit einem Pinsel und einem Föhn, um das dann schneller bearbeiten zu können, damit wir heute davon noch ein Ergebnis haben. Ich will die hier heute draufkleben, damit wir uns mal richtig verstehen. Dann muss hier ein Knopf hin, da gehört ja noch ein Aufkleber drauf, ein sehr kleiner, den drucke ich mir. Ja, mache ich mir dann irgendwie so, mal gucken, wo ich den finde und wie groß der ist und so. Machst du die zwei seitlichen Röhren jetzt doch rot? Wieso doch? Das stand, seitdem du mir gesagt hast, dass die im zweiten Film rot sind, außer Frage. Seitdem habe ich das so gesagt. Ist es nicht richtig? Ja. Was wir an der Stelle mal tun können, ist natürlich, mache ich mir die Referenzbilder mal auf. Das heißt, ich schaue mir das mal an. Muss man mal das Gesichtsbuch öffnen, wo der liebe Sven mir das geschickt hat. Wo habe ich dich? So. Also, ein bisschen scrollen muss ich noch. Ich müsste mir die Bilder einfach mal runterladen. Das wäre, glaube ich, leichter. Ne? Ja, wäre es, aber ich habe es nicht getan. Okay, hier sind wir doch.
Also mal kurz auf den Desktop geschaut. So, liebe Freunde, ihr seid alle dabei und ihr seht, die sind ja auch bei dir, Sven, rot. Wie lang müssen die sein? Also ich kann mir natürlich eine ungefähre Vorstellung davon machen. Und dann natürlich auch der Abstand von hier, der kleinen Platte, zu dem Anfang, wo die draufkommen und deren Länge. Die zwei Sachen brauche ich, den Rest habe ich dann. Und ganz zum Schluss werde ich mir auch solche Teile hier da irgendwie aufbolzen, ja, oder aufkleben. Oder vielleicht stellen wir die auch selber her, ich weiß es noch nicht. Wird jedenfalls was passieren. Ja, ich bin damit schon zufrieden. Genug. Ich könnte natürlich auch noch Abnutzungen hier dran machen an die einzelnen Ecken. Ich kann es aber auch lassen. So, damit wir da mal halt alle Bescheid wissen. Ja, sehr gerne, Chris. Also, ich habe ja auf dem Kanal von DoTube, die jetzt ein Jahr YouTube hinter sich gebracht haben und eine Vorstellung wollten, hier Quo Vadis, also was soll auf dem Kanal passieren? Und da habe ich natürlich was gesagt. Ja. Weil ich finde, dass man sich unterstützen sollte als YouTuber. Gegenseitig. They see me scrolling. They hate it. Ja. Mach's jetzt mal seitlich, so weit waren wir schon. Ne, wir hatten festgestellt, dass die Röhren im zweiten grau sind. Nein! 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 Sie sind grau! Das ist egal, weißt du was? Ich krieg das auch grau bemalt. So ist es nicht. Das ist sogar noch viel einfacher. Dann färbe ich nämlich das scheiß Latex gleich grau. Ja, sensationell. Und dann sind sie grau und nicht rot. Okay, sie müssen grau. Vergesst, dass ich rot gemacht habe. Ich habe mir extra rotes Plastidip gekauft. Ne? Weißt du, das ist aber egal. Ich kann das für was anderes nehmen. Und Plastidip ist Plastidip. 1,5 Jahre seid ihr jetzt. Ach so, ist das Video etwas älter und mir jetzt erst vorgeschlagen worden. So eine Röhre ist 7,7 lang, Abstand zur Platte 2,4. Danke, das ist doch super. Wir fangen an, die zu schneiden. Ich hole graue Farbe und ein bisschen was zum Latex mischen. Und dann, ich hätte sonst nämlich Pinsel rein und drauf. Jetzt mache ich es einfach noch grau. Ja, das haben wir jetzt davon. Einmal schneiden. Und ein Maßband, weil 7,7, das kriege ich jetzt hier mit Anlegen nicht einfach so hin. Also. So. Beim Latex oder auch jetzt hier Plastidip. Oh, das ist nicht schön. Scheiße, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das wird man nicht merken. Je nachdem, wie ich es drehe, kriegt man es nicht. Schade, wenn es ein kleines wenig länger gewesen wäre. Ne? Bei denen hätte ich zwei draus. Das heißt, wenn mir eins nicht gefällt, kann ich halt noch mehrere benutzen. Machen wir es doch so. Ich lege das hier so genau an. Und schaue das sicher. Das ist natürlich blöd vom Schneiden jetzt her. Du weißt nie, ob du 7,5, 7,6 oder sowas hast. Ich mache nämlich 7,5, nicht 7,7. Und jetzt hoffe ich, gerade geschnitten zu haben. Natürlich wieder nicht im Abgang. Ne? Du kriegst es nie gerade hin. Kriegst du nicht. Geht nicht. Wieso sieht das jetzt so kurz aus? Ach, weil das hier 8,5 auch ist. Das ist ja geil. Ja, da habe ich sowieso jetzt so lange geschnitten. Das macht ja nichts. Dann kann ich das ja gerade auch ändern. Also, und die müssen grau sein. Also machen wir die grau. Scheiße, grau. Ah, ich habe das falsch im Kopf gehabt, Sven. Danke, dass du mich darauf hinweist. Durch so aufmerksame Zuschauer und helfende Freunde. Das kann man bestimmt nochmal irgendwo drauf. Wenn nicht hier, dann woanders. Da geht das. So, dann legen wir die mal gerade an. 2,4 sollte der Abstand sein, hast du geschrieben. Ja, wenn Sachen im Weg stehen, deswegen habe ich ein langes und ein kurzes Lineal. Jetzt bin ich zu faul fürs kurze. 2,5 nehme ich einfach. Okay. Das heißt hier. So, da. Na! War ein Fussel und natürlich fliegt es mit weg. Ist richtig. Also, so wird das Ganze dann. Jetzt muss ich nur die Seite suchen, damit das nicht krumm aussieht, alles. Ne?
So, und das ein bisschen einrücken oben. Und auch hier selbe. Und im Zweier ist es einfach grau. Und ich merk's nicht, ich depp. Ja, aber so wär's dann. Gut, dass ich grau zufällig gerade da habe. Von meinem Lego Undertaker. Da musste ich ja dran rummalen. Ich bin direkt wieder da, Freunde. Ja, was ihr gerade sehen konntet, Bernd verwahrt was für mich. Schaut mal, was ich getan habe. Die liebe Giulietta 297 hat mir doch ihre Nähmaschine ausgeliehen. Und ich habe mir eine neue Ezio Kapuze genäht. So. Ja. Und die kann ich dann festnähen. Die werde ich tatsächlich festheften an dem Wams, was ich immer habe, an dem Doublé. Und ja, dann hätten wir jedenfalls eine neuere Version. Die ist, ich hatte sie halt schon geschnitten. Heute würde ich ein Schnittmuster anders gestalten, was das angeht. Aber die, ich meine, geschnitten ist es schon. Komm, dann kannst du es auch gerade nähen. Einfach um mal wieder ein bisschen genäht zu haben, reinzukommen. Ja, so. Wir testen jetzt mal ein paar Sachen. Also erstmal alles aus dem Weg, was ich nicht brauche. Test, ob der Föhn geht. Gut, ich hoffe, es stört euch nicht. Es wird ein wenig Föhngeräusche geben. Das wissen wir ja schon. Normale Acrylfarbe. Ne? Wer jetzt noch Angst um seine Klamotten hat, der zieht ein Schürzenteil an. Ganz wichtig, denn ihr kriegt das nicht raus. Latex verheiratet sich sofort, kann man sagen, mit ja, dem jeweiligen, ist wie Kleber, das kriegt ihr nicht raus. Es gibt nichts von Dr. Beckmann oder ähnlichem, was dann halt helfen würde. Das ist dann drin. Es wird jetzt halt ein helles Grau. Ich schaue mir mal gerade ein Ghostbusters 2 Fallen-Video Bild an, ob ich an dem Grau hier was ändern muss. Darum geht es mir jetzt. Ich meine wirklich jetzt, wo der Sven es sagt, mich dran zu erinnern. Aber ich meine, mich zu erinnern, ist der Vater von Scheiße. Ja, da fliegt auch gleich wieder irgendein Kram runter, ist klar. So. Das heißt, bevor ich jetzt irgendwie wirklich hier mische, in 4K, genau, das zweimal hintereinander, was, nur 7,5, die 500, erste Ghost Division, die wird dich zwingen, den 2016er Film zu gucken. Wie wollen die sicherstellen, dass ich das, wollen die das machen wie bei Clockwork Orange, dass dann einer nebendran steht, mir mal Augentropfen zum Bewässern der Augen, während die mit Klammern aufgehalten werden, dass ich das auch ertragen muss? Ist das so? Ich glaube nicht. Ja. Hey Rosti, schön, dass du da bist. Wir sind hier mitten in der Ghostbusters-Fallen-Krise und haben festgestellt, dass ich jetzt die falsche Farbe genommen habe, nämlich rot, für diese zwei Teile, die sich hier verschieben. Ich schau mal gerade, Ghostbusters, Ghost Trap, Ghostbusters 2 wäre es doch dann eigentlich. Ghostbusters 2. Ich finde immer geil, wenn Leute den englischen Filmtitel mit dem deutschen Bezeichnungs-, also Reihenfolge-Dings nehmen. Also Ghostbusters 2. Ja, da muss man auch folgerichtig entweder Geisterjäger 2 sagen, so heißt der Film aber nicht. Ja. Mir ist klar, dass ich mich hier in einem Segment bewege, in dem kaum einer folgt. Ich habe ein Bild gefunden. Sven, sag mal was dazu. Das hier. Das hat nahezu den gleichen Farbton. Scheiße. Das ist nicht so geil. Ich krieg den Farbton nicht hin. Dieses Silbermetallic, das kriege ich so nicht hin, glaube ich. Ah, und jetzt kommen wir an den Scheideweg. Ob ich dann nicht doch sagen möchte, dass... ja. Aber übrigens, Sven, wo ich das sehe hier zum Thema, dass die 501. Ghost Division mich dann zwingen wird, irgendwie jetzt umzufärben, wenn die Maße hier nicht stimmt. Sieh dir mal bitte auf diesem Bild, dass hier die beigefarbene oder auch khakifarbene LC1-Lochkoppel verwendet wird. Das muss ich dann auch beanstanden, denn das ist ja nicht grau. Und wir wissen ja, dass es im Videospiel und in beiden Filmen grau ist. Nur mal so. Ja, hey, wir bauen die Sachen halt einfach so, wie wir Bock drauf haben. Also es müsste diesen Farbton haben. Das
kann ich mir also wirklich überlegen, ob ich dann sie einfach rot lasse. Jetzt habe ich das Grau aber schon hier rein. Jetzt müsste ich das mit Silber irgendwie. Habe ich ein Silber? Habe ich ein Silber, das ich da reinkriege? Ich glaube nicht. Doof, ne? Einfach doof. Lea, hallo, schön, dass du da bist. Soll ich dir die Bilder mal von GB2 Fallenröhren schicken? Sven, wenn die gerade mit dem übereinstimmen, was ich da gesehen habe, brauchst du es nicht. Dann müssten sie dieselbe Farbe haben. Und das schaffe ich dann halt nicht, ohne dass es kaputt geht. Hallo, liebe Julia. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade auch übrigens meine, hier aufgrund von deiner ausgeliehenen Nähmaschine, war ich imstande, mir diese neue Ezio, oh, mit leider der nicht so schönen Seite gerade, die neue Ezio-Kapuze zu machen. Fürs Assassin's Creed 2. Ja. Ich werde nochmal irgendwann eine machen. Das Kostüm, vergesst es. Ich lasse mir da, also mit dem Stoff, ich bin mit der bisherigen zufrieden, nähe die an, habe jetzt eine Ausfallreserve für Stunt-Geschichten, dann war es das. Bin gerade erst aufgestanden, das ist aber spannend um die Zeit, ne? Bisschen gejetlaggt hier. Erst 12 Stunden gepennt. Ja, gesundheitlich als Ernährungsberater sage ich dir, das war schon mal gar nicht schlecht mit den 12 Stunden. Ja. So. Weißt du, ich lasse die einfach wirklich. Wenn das so ist und ich die Farbe nicht hinkriege, dann lasse ich sie lieber in Rot und habe halt diesen Fehler drin. Anstatt dass ich mich jetzt damit anfange zu ärgern, die Farbe zu mischen. Und dann das Rot zu versauen. Ja, ich könnte es nochmal drauf sprühen, ist aber noch ein Arbeitsschritt. Und dann. Ich mache sie erstmal in Rot. Wenn ich es schaffe, die so hinzukriegen mit Plastidip, dann kann ich sie nämlich einfach abmachen und austauschen. So mache ich das. Ich kann da vielleicht einfach mit Klett arbeiten, dass ich sie einfach ankletten kann. Oh, seht ihr mal, schon wieder eine neue Idee. Das heißt, das stelle ich hier rüber. Nehme jetzt das Latex, lass alles mir hart egal sein. Das war gar nicht geplant. Und Scheiß, ich brauche doch das Ding ein bisschen. Oh, komm. Oh, zu lange nicht aufgehabt. Ja, vielleicht. Das ist vielleicht. Aha. Okay, der Chat tauscht sich da wieder über Essgewohnheiten verschiedener Leute aus. Macht ruhig. Ja, hier ist jetzt so ein Pfropfen. Ja, den legen wir mal hier rüber. So. Ja, und ich habe natürlich die Farbe in die Mitte. Das sah gut. Na gut, dann nehmen wir halt hier ein bisschen außen. Ich brauche noch nicht sehr viel Latex. Ich glaube, 2 Schichten reichen, um die Struktur rauszubekommen. Das kriegst du mit Plastidip jetzt halt nur sehr schwierig hin. Und ich habe jetzt hier schön dickflüssige Latexmilch. Richtig schön verschrauben. Die stelle ich jetzt auch auf den Boden, damit sie nämlich keinen Kontakt mit der heißen Luft bekommt und dann in der Flasche anfängt, vielleicht sogar zu versteifen. Das möchte ich ja nicht haben. Ich hoffe, ihr kriegt mit der kleinen Kamera alles mit. Und wir tragen mal auf. Erstmal schließen wir mit der ersten Schicht hier die Poren, damit es dann auch keine Tropfen gibt oder so, die mich stören. Ist das eine Sache, die ich zuerst mache und dann auch etwas anföhne. Erst mit einer leichten Stufe, aber mit der vollen Hitze. Das war sogar schon auf die Distanz zu viel. Also ich gehe hier wirklich weit weg, ne, mit einem halben Meter. Es ist trotzdem noch so flüssig, das läuft dann auch gerne mal über. Aber wenn es überläuft, musst du sowieso streichen. Also los geht's. Und nach so, ich hoffe mal, 2 Schichten ist das Thema auch erledigt. Mit der Struktur, die man noch sieht von diesem Fugenfüllprofil. Das ist ein geiles Wort, oder? Fugenfüllprofil. Ich meine, das ist einfach nur eine Poolnudel, wie die Amis das sagen. Ja, dann hat sich's. Ich weiß nicht, wie Briten das nennen, aber Fugenfüllprofil. Das ist wie Flurförderfahrzeug. Was ist das denn für eine Scheiße, ja? Also wir haben halt Begriffe in unserer Sprache, die sind halt scheiße. Flurförderfahrzeug ist auch Legende. So, ihr merkt jetzt das folgende Problem. Ich muss ja irgendwo festhalten, das heißt, es wird dann hier mitunter einen Übergang geben, an dem ich dann sehr genau arbeiten muss.
ihn zu verblenden. Das gefällt mir sogar schon so gut nach einer Schicht. Ich brauche keine zweite. Das muss jetzt nur vollständig trocknen. Ja, ich habe hier leider so eine kleine Stelle hinbekommen. Gut, das wird man nicht sehen. Das hier ist unten. Ja, das hat eine leichte Krümmung und da ist es am einfachsten, damit zu arbeiten und nicht dagegen und auch nicht links, rechts. Das sollte sich, glaube ich, logisch erklären. Nicht, dass hier was irgendwie in die Richtung kommt von dem Ganzen, sonst habe ich ja auch verloren. Und jetzt ist das, ja, anfast trocken. Die Schicht war auch nicht sehr dick, das heißt, da brauche ich keine Sorge zu haben, wie bei einer dicken Schicht, dass es unten noch flüssig ist und oben eben nicht. Kann ich auch hier einmal alles ummanteln. So. Ich habe so eine Idee gehabt, wie bei Vicky gerade, ne? Die Nase gejuckt. So, kann ich sehen, wo ich nämlich noch Lücken habe. Sehr gut. Ich will von keinem hören, dass oh, ich kann nicht mit Latex arbeiten. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe einen Pinsel aus dem Baumarkt genommen, ich habe Latex in so ein Gefäß gefüllt, so ein kleines wenig, habe dann halt angefangen zu pinseln und föhne das jetzt halt einfach trocken. Fertig. Kann jeder. Fähigkeitsniveau nicht sehr hoch an dieser Stelle. Es wird natürlich schwieriger, wenn es darum geht, dass ich mit dem Pinsel nicht alles glatt bekomme und oh, was tue ich dann und so weiter, aber das sind Dinge, die erschließen sich. Ja, also seht mal hier. Oh, yeah. Danke, danke, Michi. Das heißt übrigens Flurförderzeug. Echt? Das heißt nicht Fahrzeug, sondern nur Zeug, Flurförderzeug. Ich meine, Rosti, du hast da natürlich eine Expertise im Vergleich zu mir. Ja? Ich musste das nur mal in einem Notfallprotokoll verewigen, wie ein Arbeitsunfall zustande kam. Ja, nachdem ich den Patienten versorgt hatte, ihr wisst ja, in meinem früheren Berufsleben war ich Rettungsassistent, viele Jahre lang, hauptberuflich. Die Bezahlung hat sich immer angefühlt, als ob es Ehrenamt wäre. So. Ich setze jetzt hier noch was drauf, gerade an die Seiten. Und die Mitte. Jetzt mache ich den Pinsel etwas latexleerer, also ähnlich wie beim Trockenbürsten. Und jetzt verblende ich die Ränder, indem ich einfach so ausstreiche. Dann habe ich aber, wenn ich Pech habe, so einen entsprechenden Filmrückstand. Den kriege ich aber mit zweimal Latex Plastik drüber sprühen auch weg. Also was ich meine ist, seht ihr das hier? Das ist dort fokussiert jetzt. Dass ihr dort so Ränder habt, die können halt noch auftauchen. Eins haben wir schon mal so weit, dass ich es ablegen kann. Mit unten nach unten am besten.
Und wir gehen zum nächsten. Ich halte nicht so viel auf eine Stelle mit dem Föhn. Bei kleineren Stellen dann halt einfach kürzer. Also ein paar Sekunden sollte es nicht überschreiten. So 5 Sekunden pro Stelle sind okay. Andernfalls könnt ihr ganz einfach das Problem bekommen, dass das anfängt Blasen zu werfen oder das Material darunter vielleicht sogar anzuschmelzen. Neues Pokémon, Latexo, Föhnattacke. Was euch wieder einfällt da, ne? Entwickelt sich zu Latexorax, Hitzestufe. Ja. Es ist so. Ja, okay. Latexo. Gibt es auch das gut angezogene Pokémon Tuxedo? Ich kenne mich da ja nicht aus. Latexo. Es bespaßt mich schon, ne? Draufsetzen. Das ist jetzt auch wieder so trocken genug. Oh, was ist denn das jetzt? Ah, jetzt habe ich hier so einen Latexrest schon mitgenommen. Da muss man dann sehr drauf achten, die wegzukriegen. Ich finde immer geil, wenn Leute dann so ein Zeug sagen wie, da muss man dann aufpassen. Ja, auf was denn? Sag doch gleich worauf und spar dir einfach so eine Floskel. Ich bin ja nicht so der Floskeln-Raushauer, das wisst ihr ja. Hier findet ja irgendwie ausschließlich Real Talk statt, wie das die coolen Kids heute nennen. Das hat sich jetzt richtig schlimm angehört, ne? Ich fühle mich gerade geistig auch, als ob ein 60-Jähriger irgendwie ein Video versucht aufzunehmen. Können wir das bitte streichen? Ich habe das deswegen gedreht, damit auch immer in der Mitte. So, muss mir mal angewöhnen, da ist die Kamera dann, dass ich das in die Mitte bekomme und nicht sich hier außen dann so ein Wulst bildet und in der Mitte nichts ist. Darum das ständige Drehen während des Föhnvorgangs. Jetzt die andere Seite. Und selbst wenn das hier für nichts anderes gut ist, hat es auch aber schon genau dafür seine Daseinsberechtigung. Du kriegst es mit Plastidip sonst nicht sehr schön. Hier geschlossen, dass die Poren nicht mehr zu sehen sind und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ich lasse den Pinsel hier abrauschen. Es ist mir lieber, wenn der Pinsel da drin steckt. Kurz in Ruhe lassen. Das hat eine sehr schöne Form bekommen. Unten hat es die beibehalten, das finde ich gut. Es zieht sich übrigens auch das Fugenfüllprofil ein wenig zusammen. Ja, das ist normal. Also ich habe das auch so gemacht bei Predator beispielsweise, wenn ihr euch ein Predator-Kostüm selber machen wollt. Und dann empfehle ich euch, Fugenfüllprofil etwa 15, besser 20 mm zu nehmen für die Haare. Ihr braucht etwa mindestens 44, besser 62, 64 Haare. In 3 Reihen und die unteren und auch gerade vorderen sollten dünner sein als das dickere Haupt-Dreadlock-Haar. Und da habe ich das auch so gemacht. Mit einem Föhn hat es nicht gereicht, aber einfach das Fugenfüllprofil so nehmen, zum Ende hin in eine Heißluftpistole halten und dann hat sich das schön zusammengezogen. Kommt mal schön abschneiden, hat man einen guten Übergang gehabt. Mache ich mal ein Video zu. Ja, ich lese es nicht, graue Maus. Ich sehe doch erst, dass du jetzt da bist. Wie du merkst, bin ich hier sehr konzentriert. Also, vielen Dank für deinen Wassermarsch und hallo an diesem schönen Samstag, liebe Graue Maus. Und ja, ihr verteilt schon wieder Snacks im Chat. Sehr schön. Also, wenn ich auf Twitch ist und das nur auf YouTube sieht, kommt mal auf Twitch vorbei. Es ist unglaublich lustig. Es macht Spaß, sich auch direkt in der Gemeinschaft zu beteiligen, glaubt's mir. Ich interagiere liebend gern mit meinen Zuschauern.
muss nachher eh mal staubsaugen. Also einmal oben und unten haben wir gut hinbekommen, zu verblenden kann man das mal nennen. Und dann streichen wir mal. Ich habe hier immer noch diese Poren, die ich nicht will. Die will ich einfach entfernen. Brauche ich wahrscheinlich zwei Schichten Latex, wenn ich das so sehe. Weil die erste so strähnig ist. Ist ja, da habt ihr dann so Lücken drin, Benetzungslücken. Kann man das hier in der Kamera sehen? Ja, das fängt ein paar Benetzungslücken gut ein. Ja, das ist an Latex dann halt so das Thema. Du schaffst es nicht mit einer Schicht. Dann musst du aufpassen, dass du diese trockenen Klümpchen, die sich auch gerne bilden, vor allem schon nach, wenn du Pech hast, ein paar Minuten. Und je nachdem, was du für einen Pinsel verwendest, ja, hier sehe ich wieder welche, die streiche ich dann einfach raus. Im Zweifel sogar einfach den Pinsel mal abstreifen und wechseln. Ihr könnt ihn nicht wiederverwenden. Ich habe das schon, also wer ein Stammzuschauer bei mir ist, hat das schon häufiger, wenn ich mit Latex arbeite, gehört. Aber da immer wieder neue Leute dazukommen, ist es echt so, dass dann so Grundsatzsachen, die allen bekannt zu sein scheinen, es eben ja noch nicht sind. Deswegen meine häufige Wiederholung. Ich denke, dass das sinnvoll ist. Seht jetzt hier nur noch einzelne Teile, die sich weißlich darstellen und diesen Glanz könnt ihr auch sehen. Ja, das macht halt einfach frisches Latex aus. Damit kann man auch super aufeinander kleben. Das tue ich so bei Kostümen wie Predator oder Alien, dass ich dann die Kostümteile mit Latex bestreiche, die ich da verheiraten möchte, und dann kommt es auch genauso gut drauf. Klebt besser als wenn ihr das mit Urethankleber macht, der sehr teuer ist im Vergleich. Also mit Latex kleben ist super. Muss aber auch das richtige Latex sein. Ich hätte auch gar nicht gedacht, bei der Geisterjägerfalle mal welches zu benutzen. Bietet sich aber jetzt bei diesen Teilen an. Ich wollte die so gut wie möglich halt wirklich so knautschfähig machen. Geht das natürlich an der Stelle nicht, das ist kein Plastidip. Es gibt Plastidip nicht, das einen solchen Metalleffekt hat. Es spiegelt sich ja gerade so noch nicht, aber es ist nicht poliertes Metall, aber es ist halt schon mit Metallpigmenten, anders geht das ja nicht. Und es gibt metallpigmentiertes Plastidip, davon habe ich ja auch was, nur ist der Effekt nicht so. So, wenn man das jetzt verbiegt, dann bröckelt die Farbe ab. Das ist ja der Hauptfehler, wenn man sich sowas baut, dass man nicht flexible Farbe nimmt. Es gibt aus dem Modellbau natürlich Lexanfarben, bei denen ist es machbar. Ja, zu einem kleineren Grad, also so ein bisschen kann man da dran rum machen und dass die nicht abplatzen, weil die mit flexibel sind. Aber wirklich grundsätzlich ist halt nur gefärbtes Latex, also im Airbrush dann halt mit einem entsprechenden Gemisch, ähnlich wie ich das hier mache. Fliegt hier alles um die Ohren. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Alle Kleinteile werden hier weggeweht. Haften sie sogar so schon ein wenig von sich. Ich schaue mir das nochmal gerade an. Ja, hier habe ich jetzt halt echt gesaut. Also da ist der Pinsel schon nicht mehr gut für, muss man echt sagen. Der Pinsel hat es schon hinter sich. Ich kann den nicht mehr weiter verwenden. Also der kommt immer auf die Seite und ich muss an der Stelle jetzt schon einen neuen Pinsel nehmen. Pinsel und Latex, ein absolutes Verbrauchsgut. Kein Gebrauchsgut.
Oder wie bei Bloodsport, ne? Kein Dimag. So, jetzt versuche ich halt hier auch eine Verblendung vorzunehmen. Ja, ich mache hier Stieg Larsson bemalen. Okay, der ist schlecht. Ja. Manchmal kriege ich auch nicht an mich gehalten bei schlechten Witzen. Frage stelle ich mir gerade, muss ich hier nochmal, soll ich hier nochmal, probiere ich es hier nochmal und dann ist der Pinsel schon drauf. Das ist hier Leroy Jenkins gewesen gerade. Du stellst dir noch die Frage, soll ich, kann man das entsprechend planen und dann Leroy Jenkins. Das Latex ist auch wohl mit Wärme in Kontakt gekommen. Es wird immer klumpiger und dann musst du es echt lassen. Sonst kriege ich hier überall diese kleinen Mikroklümpchen, die kriege ich dann wieder nicht raus. Dann verschlimmbessere ich von einer Tour zur nächsten Tour. Ja, das war es nämlich für beide Pinsel jetzt schon. Das heißt, das hier ist jetzt fertig und kann einfach weg. Ich bin gleich zurück. Also im Sinne der Nachhaltigkeit kann man natürlich jetzt auch versuchen, die Pinsel zu retten, indem man oben einmal abschneidet und die kürzer borstigen Pinsel zum, das mache ich hin und wieder, einfach zum Trockenbürsten für was verwendet oder ähnliches. Ich bin kein Fan davon, die wegzuwerfen. Ich meine, sind wir mal realistisch, wir gehen hier einem absoluten Erste-Welt-Hobby nach und ich habe einfach dann im Hinterkopf, dass das Ausüben eines solchen Hobbys zu Lasten von anderen Aspekten geht. Und ich finde es zum Kotzen, wenn Leute, die auch noch älter, jünger, gleicher, alt, egal wie, sind und halt einfach wirklich massiv drauf scheißen. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ich mache mir bei meinem Hobby-Cosplay sehr wohl Gedanken darüber. Kann ich eine Klinge nochmal anschleifen? Kann ich die Pinsel nochmal in irgendeiner Form? Sage ich nicht unbedingt oft. Ich möchte auch nicht immer Moral predigen. Das kommt ja auch nicht immer sehr gut an. Vor allem fühlen sich Leute dann ja immer nur abgestoßen und so weiter. Das soll ja auch nicht so sein. Aber ich möchte dazu meine Gedanken, wenn ich sie mal kurz dazu habe, dann auch wieder artikulieren. So, das lasse ich jetzt noch ein wenig vor sich hin trocknen. Ich sehe nämlich, dass es nicht so richtig... Also, ich hoffe, dass das sehr gut wird, wenn wir hier mit Plastidip arbeiten. Ich lasse das nochmal so ein paar Minuten, werde nochmal drüber föhnen und dann machen wir das nochmal. Dann schauen wir mal, ob das was ist. Dann sind sie jetzt halt leider erstmal rot. Habe ich was im Chat verpasst? mal gucken, was... da gab es ein paar Sachen, die ich geschrieben habe, während ich hier mit dem Latexen beschäftigt war. Was? Wenn ich nicht interagiere, ist das dann Anti-Aging? Naja, ein bisschen weit hergeholt, ne?
Ah, schön. Der Chris geht nebenher mit seinem Kind ein bisschen Zahlen durch und so weiter. Sehr löblich. Ist ja noch nicht im Schulalter, soweit ich weiß, ne? So, sonst noch irgendwie was mit den lieben Worten da Hasch. Ja. Bernd, du Holzkopf, deine wunderbaren Campingschuhe. Ey Michi, dass du immer den armen Bernd beleidigen musst hier. Der hat hier schwere Sachen zu richten gehabt. Der hat die Ezio-Kapuze hier hart umsorgt die letzten 2 Tage. Er ist aus Leder, also eine Kuh, die vermöbelt wurde. Oh mein Gott, wie gut. Okay, es kommt noch nicht anders ran. Neulich, als der Sven irgendwie dem Wrestler mit der Wäscheleine, die Clothesline, ne? Aber ja, vermöbelte Kuh, Ledersessel. Gut, gut, Julia. Julietta 297, sehr schön. Wir arbeiten jetzt mal an diesem Mittelteil, den ich ja neu gestalten muss. Die trocknen jetzt mal hier. Dann kann ich nämlich ungestört. Frisches Latex übrigens darf nicht, also ich werde hier einen Abstandshalter platzieren, ja, sich berühren, denn es klebt sonst aneinander und dann reißt sich's einfach auch kaputt. Je nach Dicke der Schicht und so dick können Schichten gar nicht sein. Struktur ist jedenfalls schon deutlich besser raus. Und im Zweifel hätte ich ja noch hier, nee, da, ach, hat's weggeföhnt, hätte ich hier noch was zum Nach. Das ist ja einfach nur, weil ich diese Struktur hier raus habe, dass es glatt sein soll. Wir müssen jetzt 3 Teile schneiden. Wir haben jetzt hier die Seiten. Und ich fange jetzt mit dem Boden an. Ich mache das jetzt wirklich Stück für Stück nacheinander. Ich brauche also mehr von der 5 mm Matte. Wo habe ich die? 5 mm. Hier vorne liegt wieder alles, aber nicht richtig, ne? Ah, 5 mm. So. Ich könnte natürlich auch mit der anderen anfangen, aber ich möchte hier dieselbe Dichte haben. Ich habe ja hier noch die graue Matte stehen. Also die hier ist ja dunkelgrau, hellgrau. Die eine ist vom Cosplay Shop und die hier ist vom Foam Lord. Die finde ich stärker als die hier. Das ist die dichteste, die der Cosplay Shop BE hatte. Und das hier ist das dichteste, was nicht im Ultra-HD-Bereich war, wo es jetzt darum ging, eben 5 mm HD-Matte zu bekommen. So. Um das mal gerade noch zu nennen und einzuordnen für euch. Also, die Länge kann ich ja beibehalten. Da sehe ich also keine Schwierigkeit drin. Ich werde das jetzt einfach etwas breiter machen und dann arbeiten wir uns ran, damit ich nicht immer mit dieser langen Matte hier hantieren muss. Ich glaube, soweit ist es nachvollziehbar für euch. Das heißt, ich werde einfach von hier den Schnitt machen. Die Inzision, naja, ist ein Einschnitt, also es ist ja hier, doch, es ist ein Einschnitt. Einfach mal so mit irgendwelchem Chirurgenjargon rumhantieren. Ihr wisst ja, fundiertes Achtelwissen, ne? Reg ich mich auch immer gerne drüber auf. Ich habe auch eine lange Matte. Gut, hast du. Wenn man dich mal erntet, was man da dann draus machen kann. Ich könnte auch mal schon markieren. Das ist ja, was haben wir mal hier? So. Dass ich nur bis da schneide. Wenn das jetzt nicht ganz gerade ist, ist es für die Matte selber hier noch nicht schlimm. Also für die Platte, die ich aus der Matte schneide. Aber schön natürlich, wenn ich da angrenzend was daraus machen möchte. Jetzt das gleiche hier. Da kann ich ja das anlegen. Du gehst mal weg, dann stört es nicht so. Und jetzt einfach, da habe ich es gerade, damit ich dann im rechten Winkel mich befinde. Ach, verdammt, ich krieg das nicht ganz. Jetzt. So, richtig ausrichten, da noch ein Stück höher. Gut. Ja, sehr präzise arbeiten, ich hasse es. Ich bin da nicht gut drin. Ich baue immer noch Fehler darin ein und ich mache es ja trotzdem seit vielen Jahren. Und das ist ein Beweis, nur weil man etwas lange macht,
heißt das nicht, dass man das auch gut kann. Für die Matte hier, die muss ich mal anders hinlegen. Die verdreht sich sonst und das kriegst du nicht mehr raus. Also auch mit Hitze ist es dann sehr schwierig, das noch zu bearbeiten. Ich habe ja hier meine ganzen Reste stehen. So, Matte. Die ist noch zu lang. Das kommt mal weg, das ist verwirrend. Das ist das Richtige. So. Ach nee, warte mal. Ha. Ich brauche jetzt erst die tatsächlichen. Kann ich den nicht hier raus machen? Das müsste doch gehen. Ich habe hier die zwei rausgerissenen, die nicht funktioniert haben. Also, das wird die neue Grundplatte. Das ist jetzt wieder gedanklich sehr fordernd, ne? Also, ich setze deswegen die wieder ein. Gut. Und dann müsste ich jetzt etwas haben, was das Ganze abschließt. Das war ja dann hier der Grundgedanke. So, und dann ist es leider schief. Das müsste ja so sein. Und dann hat hier unten halt eine Ecke gefehlt. Das ist ein Problem. Also nochmal zum Ausmessen für das untere Innenleben. Und hier kann der Sven mir leider gerade gar nicht helfen, weil ich glaube, ich meine Maße abgewandelt habe. So, 8,9 mache ich jetzt mal. 8,9 wird jetzt das hier unten. Und damit auch die Seitenplatte. Aber dann habe ich das schon mal weg. Die ist nämlich jetzt genau 9, wenn ich das richtig sehe. Ne, die ist 9,1. Gibt es eine Seite, die etwas gerader ist als die andere? Man kann das ja manchmal nicht so vom Auge her sehen. Ich lege also hier an, nerve mich dann hier an so einem kleinen Fussel, einem grauen Fussel, keinem weißen Fussel. Nur ein Fussel, weißes Fussel. Zitat aus Ghostbusters 2. Ich könnte es schleifen, das stimmt, aber das ist sehr dämlich zu machen. Also du kriegst hier keine so guten Ergebnisse hin, weil es ja ein offenporiger Schaumstoff ist. Im Vergleich zu jetzt irgendeinem anderen, also ich meine offenporig sind halt die meisten Materialien so gesehen. Aber ich kann mir das durch richtig Schneiden ja sparen. Und ich schleife hier nicht über eine große Fläche von Hand irgendwas runter. Von Hand wird es nicht gerade, selbst mit einem Klotz und so. Nee, richtig schneiden, fertig. Also die Seite lasse ich so, die ist gut. Was ist mit dieser Seite hier? Die sieht ein bisschen krumm aus. Ne? Die ist krumm. Diese Seite hier, die ist ein Problem. Ach du Schande. Hätte ich das jetzt mal. So. Das kann jetzt natürlich passieren, wenn ich die begradige, dass sie halt einfach schon zu kurz ist. Toll. Ja, dann würde ich mich wirklich ärgern. Ärgere ich mich wirklich. Gut, das war sehr schnell zu machen. Ein Test. Oh, super, wir haben noch. Es geht noch. Es geht noch. So. Jetzt kommt das Spannende da dran. Ich muss jetzt eigentlich nur einen Zentimeter, ich hasse das Wort eigentlich, ich muss jetzt einen Zentimeter wegnehmen davon. Einen Zentimeter. Ne, warte mal, wir sind bei 8,9, das ist jetzt genau richtig. Auch wenn das hier irgendwie krumm wirkt, das gibt es einfach nicht. Das ist schön gerade, das wirkt krumm, wir nehmen hier eh von weg. Ne? Also, das heißt, da gehen wir ran, legen das richtig an, sieht gut aus, ja. Stift zum Markieren. Also 8,9 soll es sein. 5 mm pro Seite müssen weg. Also 10 mm, 1 cm. Heißt 8,9 minus 10 mm. 79, 7,9. So rum. Darf ja nicht verwechseln plötzlich. Millimeter mit Zentimeter. 7,9. Hier sind
8, da ist Komma 9. Und auch hier von der geraden Seite gemessen 7,9. Ich bin einfach ein wenig genervt von diesem Teil, weil ich das jetzt halt neu bauen muss. Das ist wahrscheinlich die Strafe, weil ich es nicht mit euch gemacht habe. Ich habe das ja außerhalb von dem Stream gemacht. Also, oh, langweilig. Ah, komm, du kannst jetzt nicht immer Twitch anmachen. Ja, eigentlich doch. Und ja, das ist die Strafe. Muss ich jetzt hier mit euch durch. So, das sieht gut aus. Ja, das passt auch. Gut. Das heißt, diese 7,9, also 8,9 muss ich die Platten machen fürs obendrauf. Ist das hier hoch genug? Wäre jetzt die nächste Frage. Zuerst könnte ich ja mal auf die richtige Länge schneiden. Das würde ja bedeuten, ich nehme einfach mal hier so eins raus. So. Gucken, dass das auch korrekt ist. Hier, da, etc. Einmal. So, für den Fall, dass es jetzt eine Unebenheit geben würde, lege ich auch da punktgenau an, drücke runter und nehme hier das Gegenmaß und schneide. Das klebe ich direkt rein. Ich will wissen, ob das dann funktioniert, bevor ich jetzt noch schon mit den anderen Scheißteilen weitermache. So, wie kannst du nur ohne uns an deinem Kostüm basteln? Schäme dich. Hey, du bist auch nicht jedes Mal da, wenn ich streame, ja? So, da hasch, wie man hier sagt. Ich kann diesen Dialekt nicht leiden, übrigens. Und dieser Kraftkleber, ihr habt gesehen, wie einfach ich das dann doch entfernen und voneinander trennen konnte, ohne dass es zerstört ist. Trotzdem hält es richtig gut. Also man muss halt schon wirklich punktuelle Gewalt anwenden, um das auseinanderreißen zu können. Und ja, dann klebst du es halt einfach wieder zusammen. Das ist ja, wenn es einmal gepasst hat, wird es ja auch wieder der Fall sein. Das ist also keine Sache der Endgültigkeit. Ja, wenn das jetzt zu dick aufgetragen ist, sollte man das auch runterschleifen oder schneiden oder wie auch immer. Schleifen halte ich für am sinnvollsten. Ich gehe jetzt hier ganz brutal drüber. Das mag kein guter Stil sein, was das Handwerk angeht. Ich habe aber nie behauptet, den zu besitzen. Vielleicht zahle ich gleich auch den Preis für mein uneinsichtiges Verhalten. Ihr werdet es erleben. Also kurzes Rekapitulieren vom Kontakt- bzw. Kraftkleber. Beide Seiten kurz antrocknen lassen und ich verwende es nicht so, wie es auf der Anleitung steht, dass es einfach 15 Minuten, bis alles trocken ist und dann andrücken, 60 Sekunden Anpressdruck. So steht es jedenfalls bei Pattex und Uhu drin. Bei Uhu variiert allerdings die Zeitangabe etwas. Oder man kann ihn einseitig auftragen, andrücken und variieren. Von diesem Andrücken und Variieren halte ich nicht viel von. Das hat oft bei den Materialien mit EVA-Schaumstoff oder ähnlichem nicht den gewünschten Effekt. Also komme ich zu dem Ergebnis in der Anwendung beidseitig auftragen, etwa 1-2 Minuten warten. Sehr dünn auftragen. Und dann zusammenfügen.
So, damit auch die Seiten aufeinander sind, die aufeinander gehören. Ich hatte es nämlich gedreht. Machen wir es so. Das dahin, sowas hier drin. Nur um etwaigen Millimeter-Abweichungen, die es immer gibt. Nichts ist perfekt, egal wie genau und akkurat ihr arbeiten wollt. Es wird immer noch irgendwo einen Nanometer oder ein Müh geben, das an der einen Seite anders ist als an der anderen Ecke oder sonst wie. Und aus dem Grund versuche ich so, wie ich es zusammengesetzt habe, dass es passt, dann da auch reinzubekommen. Deswegen hat es ja auch wohl nicht geklappt. Richtig. Hagen Steiner, du bist auch da. Hey, schön, dass du da bist. Oh, Clark Kent am Basteln. Oh, tatsächlich, nur die Haarfarbe stimmt gerade nicht. Aber schneiden scheinst du ja nicht zu beherrschen. Das ist wahr. Beherrsche ich nicht, graue Maus. Das ist ja das Problem dran. Ich kann das nur sehr gut kaschieren und in der Summe wirkt es halt nicht mehr sehr amateurmäßig. Bei einigen Kanten bin ich dann ganz gut handwerklich gewesen und bei anderen wieder nicht. Es ist oft gar nicht mal das Schneiden, es ist das Messen, dass du dich vermisst. Und mit einem Kugelschreiber hast du ja auch eine gewisse Dicke. Bleistift hier drauf ginge, aber der muss dann ständig spitz sein, da sind mir dann die Spitzen. Also die für mich gängigste Lösung ist definitiv aber auch nicht die beste. Ich gucke mir auch die Sachen einfach, meine Werkstücke gucke ich mir einfach auch schön. Beispiel, das sollte so nicht aussehen, wie es hier tut. Gucke ich mir so an, denke ich mir, könnte aber so sein. Ja, warum nicht? Ist okay, ist geil. Ja. Oh, was passiert denn hier? Wer ist da? Der Shinji ist da. Hallo, lieber Shinji, und vielen Dank für deine 10 Bits. Das freut mich. Ja, da tanze ich. Gucken wir mal auf die Uhr. Wir haben noch weniger als eine Stunde. Ich sage ja, 15 Uhr ist hier heute fertig. Bis dahin hätte ich ja schon gerne, dass die Dinger, das hätte ich jetzt natürlich zwischenzeitlich machen können. Ne? Ja, kann ich immer noch gleich. Das setze ich zusammen. Wenn ich das geklebt habe, werde ich die mit Plastidip, dann lassen wir das erstmal trocknen, während ich da dran was schneide. Das wird gut. Hier muss auch noch mal etwas mehr Plastidip drauf. Das ist nämlich der Unterschied, ist so. Wenn es so richtig schön matt glänzend wirkt, wie jetzt hier an den Ecken oder auch der Griff, wenn das alles schön aussieht, gut. Nicht schön und zu wenig, seht ihr es hier, dieses Sprenklige da, das aussieht wie aus der Sprühdose, das muss weg. Das geht nur mit noch zwei, drei Schichten dickerem Plastikgedippe. Hier drin habe ich das auch noch auf diesem Stadium wie da. Siehst du nachher ja wenig und ich möchte auch so dick nicht auftragen, wobei das ist unter einem Nanomillimeter, dass da die einzelnen Schichten vom Plastidip sich auftragen. Also es ist sehr dünn. Auch nach 10 Schichten ist das nicht sehr viel dicker. Der Andi ist da. Hey, schön, dass du hier bist, mein Lieber. Dir geht's wieder deutlich besser und morgen wird gestreamt, ja? Ach so, ja, gerne, Shinji, wegen vorhin. Ja, sicher. Wir hatten ja über Instagram geschrieben, Shinji und ich. Und ja, gerne, sag ich ja. Ja. Man muss sein Ergebnis erstmal selbstzufrieden sein, ein Problem in der Cosplay-Szene. Ihr wisst ja, ich bin ja Perfektionist. Nee, nee, herzlichen Glückwunsch, das ist kein Alleinstellungsmerkmal in der Cosplay-Welt. Und ja, dann hätte ich nach diesen Maßstäben das hier schon wegwerfen müssen, diese Geisterjägerfalle. Andi, das ist eine Art Stunt-Version, die ich gerade baue. Die besteht nur aus Schaumstoff. Alles andere wird verbannt. Das heißt, da muss ich natürlich ein paar Abstriche machen. Was Sachen angeht, wie hier, das ist kein Plastidip, sondern eine normale Acrylsprühfarbe, aber nur 2 mm stärkerer Moosgummi. Und könntest natürlich jetzt reindrücken und dann würde das abblättern, abplatzen, weil Acrylfarbe oder eben Sprühfarbe, das ist jetzt ein Graffiti gewesen in dem Fall, halt nicht so flexibel ist. Das wird abblättern. So, jetzt kommt der Moment des Bastelns. Oh, jetzt wird viel geschrieben. Ja, dir geht's wieder gut, war aber kurz hart. Ja. So hast du auch gewirkt, ne, mein Lieber. Schön, dass es dann halt wieder so weit läuft. Alles andere wird verbannt. Inwiefern? Du meinst bezogen auf ein Material, ja, bei mir hier. Nee, also verbannt, das ist ja nicht böse. Ich mache nur bei dieser Falle, wollte ich jetzt halt explizit nur mit. Ich möchte sie an den Gürtel hängen, sie soll leicht sein. Deswegen sage ich einfach, für den Film wäre das eine klare Stunt-Version. Mit der kannst du viel machen. Ich meine, stell dir mal vor, du hast so eine 1000 oder 1200 Euro Geisterfalle. Und die fällt dir runter. Ey, dann ist es doch vorbei. Oder du laufst auf einer Convention rum und irgendein Assi rempelt dich an und die fällt runter. Oder er reißt was dabei ab und so. Das passiert dir hier nicht. Ja, und der Wiedererkennungswert soll ja da sein. Aber gut.
Als nächstes basteln wir übrigens dann die dazugehörige Brille. So, jetzt haben wir das länger trocknen lassen, als ich wollte. Contenance. Genau anpressen. Ich sage ja, ich halte die 60 Sekunden Anpressdruck hier nicht. Vor allem deswegen nicht, weil ich hier auf diese Fläche ja gehen möchte, dass es da halt wirklich reibungslos überall richtig gerade ist und schön präzise und so weiter. So, nehme ich mir zur Hilfe einfach mein Lineal, presse an. Kann das natürlich auch in diesem Winkel ist es viel einfacher, ne, jetzt hier nochmal auf beide Seiten Druck zu geben. Ja, damit das optimal anpasst. Ach so. Gut, eine Seite ist erledigt, die zweite kommt. Und dann wird erstmal angepasst. Und danach kommen die zwei Seitenteile. Nach dem Anpassen von dem Plasti-dippen wir nochmal rot, damit auch die Eckstücke hier nicht mehr weiß sind. Damit ich die dann auf die Falle hier aufkleben kann. Der Sven hat mir ja schon die 2,4 cm Abstand verraten. Ja, und die Gekospo, die geheime Cosplay-Polizei, wird gleich die Tür eintreten, mir einen schwarzen Sack über den Kopf ziehen, weil ich 2 mm weniger hier geschnitten habe, als die Maße im Original beim lieben Sven Bergmann auf seiner Geisterfalle sind. Das ist mir egal. Kommt und holt mich. Ich bin der alte Logan, ich bin Commander, Captain Riker, was auch immer. Kommt und holt mich. Versucht's. Ich bin alt, ich laufe nicht mehr weg. Ich kämpfe immer. Egal ob gegen behinderte Idioten im Internet, irgendwelche Cosmobber oder so, oder irgendwelche Leute, die sich angeblich besser finden als andere. Ich finde die alle zum Kotzen. Da ist mal bei mir hier falsch, ne? So, das habe ich jetzt nicht ganz so angepresst mit dem Lineal. Das fand ich jetzt hier nicht so nötig. Das saß deutlich besser. Ja. Also, ein von diesen Momenten der Wahrheit. Das ist besser als das vorige. Das sieht gut aus. Ja. Klafft hier auch nicht so auseinander. Kann ich so nehmen. Fällt aber auch nicht raus, ne? Kannst du aber dann einfach rausnehmen. Und jetzt seht ihr auch mal, was das für einen Unterschied ausmacht, ob da Plastidipp drauf ist. Das ist ja die schlecht geplastidippte Seite. Nehmen wir mal diese. Da seht ihr einen deutlichen Unterschied, wie hier die Farbe aussieht durch die Lichtreflexion vor allem auch. Okay, bedeutet, ich habe gesagt, bevor ich die Seiten schneide, ich habe es gerade getan, gell? Latex auf Latex, ich habe einen Abstandshalter drin. So, nur dank meiner enormen Fähigkeiten und meines Wissens war es mir möglich, das voneinander zu trennen. Ich hatte Glück. Ich bin gleich wieder da. Ihr könnt euch Bernd so lange anschauen. Beleidigt Bernd nicht. Ja, und Rosti, du hast ein Auge auf Bernd, dass er nicht irgendwelche Schmuddelwitze macht. So, ich habe jetzt gleich ganz sicher wieder hier rote Finger. Ach, das könnte man ja vermeiden. Man hätte gedacht, ich wäre vorbereitet, ne? Oh. Meine Schleifhandschuhe. Jetzt diesmal meine Plastidipp-Handschuhe. Später wird geredet. Bin gleich zurück. So, ein Wort für diejenigen, die es interessiert. Das nehme ich gerade. Das ist hier von der Firma Candy, Candy Dip. Habe ich auf eBay gefunden. 12,99 €, also 13 Euro. Das ist jetzt, ich halte es mal in die Kleine. Wenn ihr es jetzt lesen könnt, ist es Ralfarbe 3002, Kaminrot, Basisfarbe. Die glänzt immer ein bisschen. Und Automobilsprühfolie heißt das auch alternativ. Ja?
Da bin ich wieder. Ihr könnt sehen, dass wir das jetzt in Rot haben. Sehr schönem Rot. Ich hoffe mal, dass das mit der Struktur so bleibt. Es ist noch nicht ganz optimal. Vielleicht muss ich ein zweites Mal drüber gehen. Och Gott, da sehe ich gerade mein Venom-Kostüm, das ich nie fertig gemacht habe. Das wäre auch so ein Projekt, vielleicht für einen Montag, vielleicht für einen Samstag. Oh, ja, stellen wir uns mal das rüber. Jetzt muss ich nur irgendwie hinkriegen, die loszuwerden. Ich kann die nicht hier irgendwo reinstecken. Ist doof, ne? Dinge, über die du vorher nachdenken müsstest. Das zwingt mich jetzt zu einem einfachen Plaudern mit euch. Ich kann aber schauen, was ihr so gerade geschrieben habt im Chat, ob ich was verpasst habe. Also, jetzt läuft er weg, sonst sterbt ihr müde. Was? Achso, nee, jetzt läuft nicht weg, sonst sterbt ihr müde. Ach, der Bernd. Ihr seid wieder bei Bernd, ne? Ja. Der Andi schreibt mir was zu meinem Setup. Übrigens, Lob an dein Setup. Das ist echt schön übersichtlich. Eine Close für deine Detail, Frontcam, deine Kostüme, perfekt, super. Danke, Andi. Dankeschön. Ja, ich wollte das mal, eben, dass ihr das so... Und ja, freut mich sehr. Vielen Dank. Was ich nicht verstehe, dass einige Bilder in meiner Show, übrigens, dass da zum Beispiel auch einfach spiegelverkehrt sind. Das war genau andersrum. Ich weiß nicht, wie, ob das eine Sache ist von OBS oder was auch immer, aber ja. Das, was ich da in dem Nightmare Batman, den ihr gerade seht, übrigens trage, das war ein Unfall. Das war ein Kostüm, das sollte ein Teenage Mutant Ninja, / Hero Turtle werden. Ob ihr, ja, wisst ja, Deutschland und UK, da hieß es Hero Turtles, heißt ja eigentlich Ninja Turtles. Ja, und ich habe das falsche Latex genommen. Hat sich mit der Farbe gar nicht verbunden. Und dann war das einfach durch die Farbe bretthart. Ja, wie der Wrestler. Scheiße war's. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Und ich musste das Kostüm zerschneiden, wollte dann halt das nicht wegwerfen. Und ja, so wurde dann halt mein Michael Keaton Nightmare Batman. Das ist ja der normale Nightmare, den ihr jetzt gerade seht. Ja. So. Ach so, ich dachte, es gibt einen Bann für Cons oder so. Nein, Quatsch. Es gibt es bei Waffen, das ist richtig. Das ist mit einem Grund. Es kann echt sein, wenn du als normaler Cosplayer kommst und du hast jetzt irgendwas dabei, das ist denen zu schwer oder sonst was, dann kann das echt sein, dass die dir auch sowas wie eine Geisterfalle, wenn die aus Harzguss oder so wäre, halt nicht durchgehen lassen als Besucher. Bei Ausstellern gelten ja dann wieder halbwegs andere Regeln und. Aber ja, Andi, das kann tatsächlich sogar sein. Läuft nicht weg, sonst sterbt ihr alle. Hi. Gestern die Schlange mit dem Messer besiegt. Ja, da haben wir einen Clip gemacht. Da habe ich gemeint, ey, kann das mal einer klippen? Ja, aber ich bin gestorben danach. Der nächste Zombie beim Runtergehen, nachdem du die Schlange wirklich wegmachen musst. Also Andi, ich übe ja das Resident Evil 1 und ich habe es noch kein einziges Mal geschafft, überhaupt durchzuspielen. Ich bin also noch nicht mal... Erstmal müsste ich es ja durchschaffen. Und dann reden wir darüber, ob ich es in 2 Stunden schaffe und dann in wie viel unter. Und dann kann ich endlich mit dir mal das angehen. Ey, Andi, ich hätte mal Bock auf eine Herausforderung. Ich sterbe ja schon meistens. Ich habe gestern 3 Anläufe gespielt. In, ich glaube, 3 Stunden war es. Und ja. Nur nochmal Wiederholung, falls du es nicht gelesen hast, lieber Marc. Übrigens, Lob an dein Set. Ja, das habe ich jetzt dann gelesen. Also freut mich wirklich sehr von dir, weil du ja auch da Ahnung in diesem Segment hast. Ja, genau, nicht, das ist so zum Kotzen, Andi, ne? Wenn du wirklich, du hast zu einem Thema eine Expertise, du willst das Leuten weitergeben, die hören sich das alles an und machen nichts davon. Da habe ich keinen Bock. Also wenn ich jetzt als Ernährungsberater Leute dann halt, oh, ich brauche so dringend und intensiv Ernährungsberatung. Und okay, die hören sich das alles an. Gut, mir geben sie dann ja auch Geld. Das ist ja richtig so, ne? Dann kriegen sie von mir alles ausgearbeitet, den Plan und so musst du und hier und ich bin dabei und wir machen und die scheißen auf alles und wundern sich dann, dass sie noch dicker werden zum Beispiel. Ja, nicht an den Plan gehalten. Nicht an das, was wir zusammen vor allem. Ist nicht so, dass ich das, so ist es. Bei YouTube oder jetzt Instagram, da ist es ja allumfänglich einfach. Da sagst du, okay, das, der Algorithmus funktioniert so, hast du die Analysen angeguckt, da gibt es ja Sachen, die ändern sich so grundsätzlich nicht. Mach mal das und das vor deinem Video, mach mal so, mach mal Musik oder ich weiß es nicht. Ne? Und wenn sich einer dann an so allgemeinen Sachen auch nicht hält, da hast du auch keinen Bock, dem mehr überhaupt was zu helfen. Das verstehe ich gut, Andi. Welche Assassin's Creed Kostüme hast du eigentlich? Meine Ezio gibt es ja, glaube ich, 3 Versionen. Also Greedy Ron, ich habe den aus Assassin's Creed 2,
den normalen Ezio. Ich habe den Ezio, den hat man aber jetzt, davon gibt es kein gutes Bild. Da ist ja gerade mein Ezio, den meine ich, das ist der Assassin's Creed 2er. Dann habe ich den Ezio am Ende vom 2er, Alter Irs Rüstungsversion, ohne die Rüstung von Alter Ir bisher. Und das war's. Es gibt noch die Variante Brotherhood und es gibt noch die vierte in Revelations. Die Revelations, mit der liebäugle ich, weil der einen Vollbart hat, alt ist. Also es würde jetzt sehr gut zu mir passen. Ich habe mir halt vor über 10 Jahren das Ezio 2er Outfit mal gemacht, deshalb. Also Brad nur hart, weil er das falsche Zeugs benutzt hat. Genau. So sieht's aus, Hagen. Deswegen wurde der Brad hart. Voll der Hitman und so. Ich muss leider los. Danke, dass du reingeschaut hast, mein lieber Andy. Hat mich sehr gefreut. Grüße an Anka und die kleine Sophia. Essen ist fertig, aber auch viel Spaß. Lasse den PC weiterlaufen, damit du keinen View. Oh, das ist aber lieb von dir. Also ein Lurk gewissermaßen. Ja. Es wird noch dauern mit der Herausforderung. Ich muss ja erstmal was können. Der Propaganda-Panda ist da. Schön, dich zu sehen. Ja. Ein Scheiß, ey. Leute, fangt nicht mit diesem Mist an, mit dem Jill-Cosplay. Nee. Findet einfach nicht statt. Horror is Alive, wir hören uns, genau. Die Lea. Tomb Raider spiele ich übrigens auch immer lustig für so einen No-Lead-Speedrun, am besten noch ohne Medipack. Ja, ich muss ja da noch Abstriche bei mir machen. Ne? Ist ja sehr gynäkologisch bei mir. Nee, wenn die Fans es lang genug. Ja, wie hat es der Klaus Kinski dann gesagt? Naja, die Zuschauer haben nicht die Macht. Nein, die haben bezahlt, die schauen sich das jetzt an und das war's. Denn sonst gehe ich weg. Nicht wahr? Ihr seid ja hier, um mich zu sehen. Und, ne? Also in dem geistigen Eingedenk. Ne? Also ich meine, wenn ihr jetzt halt sagt, irgendwie, ich soll dringend das Jill-Kostüm machen, dann müsste ich es mir kaufen. Mal unabhängig davon, dass ich es einfach mir sehr gut überlegen muss, was ich mir überhaupt noch kaufe. Ich kann es nicht mehr lagern. Meine Wohnung ist brechend voll seit 1,5 Jahren, seitdem ich halt immer nur kaufe und nicht ver- und also Situation, die viele nachempfinden können. Also ich kann das einfach aus diesem Grund nicht. Und dann ist es auch nicht ganz so lustig, dann immer drauf rumzureiten, auf einer Sache, die ich einfach nicht ändern kann. Das ist so, wie du gehst zu jemandem, der irgendein unabänderliches Problem hat. Und also ich sag's euch einfach, kauft mir ein Haus. Oder lasst mich eins mieten. Ne? Es würde nicht reichen, wenn man mir das Kostüm kostenlos zur Verfügung stellt. Das reicht nicht. Ich kann es nicht lagern. Jegliche Debatte ist damit jetzt auf dieser Ebene beendet. Okay? Das Okay war ein unteraggressivtoniges Pseudo-Frage-Okay. Das war ein Ausrufezeichen für diejenigen, denen ich es erklären muss. Na, jetzt geht's. Ja, war klar. Jetzt geht's ab hier, ne? Genau, kauft mir ein Haus. Ja, jetzt kommt ihr aber. Ja, ich habe da in Spanien. Nein. Na, also versteht ihr, es gibt Themen, die sind einfach zu weitreichend. Ich mache gerne verschiedene Dinge mit euch. Ich habe euch drei Kostüme angeboten und einem von den dreien spiele ich. Ich hätte auch gar keine Auswahlmöglichkeiten geben können, ne? Ich nehme das ja natürlich nicht ernst oder so und ich weiß, dass dann immer viel Rumgealbere ist. Leute, ich bin so, ich komme mit dumm Rumgealbere, was mich nervt, nicht gut klar. Na? Ja, wenn du sehr viel Abrieb hast an der Seele, was sowas angeht, dann nimmst du das nicht unbedingt immer lustig auf. Aber ich kommuniziere euch schon, wenn es mich halt wirklich maximal nervt. Das war jetzt halt so Stufe leichtes Genervtsein. So. Es hat sich übrigens nicht so dargestellt, wie ich das wollte. Ich kann euch das mal hier reinhalten. Seht ihr, ich habe mich da ziemlich verhauen sogar. Gerade was das angeht. Seht ihr hier, dass das uneben ist? Das ist richtig scheiße. Das heißt, es gibt hier nur eine Lösung für dieses Problem. Ich kann die nicht verwenden,
Das kann man uns also sparen. Ich muss einfach so eins nehmen, nochmal von vorn gewissermaßen und immer wieder neu draufsprühen und das ist es dann. Das war für den Arsch. Ja, ich werfe sie nicht weg, vielleicht habe ich dafür noch irgendeine Verwendung. Ich kann mir auch nicht erklären, warum das jetzt nicht gut funktioniert hat. Manchmal klappt es besser als an anderen Tagen. Vielleicht ist es eine Tagesformsache gewesen. Vom Material, von mir, ich weiß es nicht. Ist egal, unterm Strich, das hat nicht funktioniert. Und das geht dann auch immer, du hast ein Kostüm und das ist so ein Defizit dran. Du sagst, komm, damit ich es überhaupt habe und ich lasse es weg, dann wird es bemängelt. Ich mache es dran, es kommt einer und also, unter diesen Aspekten kannst du sagen, es kommt immer irgendeiner und erklärt dir, warum deine Sache kacke ist. Und dann sage ich mir halt, ja, mach's besser. Ja, habe ich. Ja, auch schön. Dann hast du es, aber ich nicht. Ja? Ich habe so auch so eine kurze Zündschnur. Ich habe eine sehr unglaublich kurze Lunte. Und die ist in den letzten 2 Jahren noch viel kürzer geworden. Mich nervt. Man legt oft zu viel Zeit und Arbeit in sein Hobby. Und wenn man dann dumme Kommentare kommen, dann platze ich auch oft. Exakt. Ich meine, unterm Strich bin ich der Typ, der hier sitzt, sich den Arsch versucht aufzureißen, um guten Inhalt zu liefern, sei es jetzt im Stream mit immer Kostümen. Ich meine, wie viele Leute sagen das immer, oh, das wollte ich auch mal machen. Oh, das ist aber anstrengend. Ach nee, echt? Ja. Und aus dem Grund nervt es dann ja so. Ich biete dann schon was an, ich biete dann mehrere Möglichkeiten an und dann kommt halt irgendein Dummfug. Der ist natürlich für die Gemeinschaft lustig, ja. An der Stelle müsst ihr halt einfach irgendwie bei mir zur Kenntnis nehmen, dass es für mich nicht ganz so lustig ist. Um präzise zu sein, ist es für mich sogar faktisch überhaupt nicht lustig. Weil eben meine Lunte sowieso kurz ist, meine Lebensumstände vielleicht nicht sind, wie ihr sie irgendwie glaubt. Also auch wenn das dann halt immer sehr lustig aussieht alles und ich mit euch immer eine sehr schöne Zeit verbringe, vielleicht habe ich nicht immer jeden Tag eine sehr schöne Zeit. Drumherum. Vielleicht ist das stressig. Ständig das alles aufbauen zu müssen, vorzubereiten, nachzubereiten und. Und vielleicht ist es dann überhaupt nicht cool, wenn man dann auch dann irgendwie vermeintlich lustig, also ihr meint es so, ich fasse es so nicht auf, ich bin gar nicht imstande, das auf dieser Ebene, wo ihr es meint, anzubringen. Versteht ihr? Wir sind auf einer verschiedenen kommunikativen Ebene. Ihr sendet hier lang, ich kann aber nur da empfangen. Durch dieses Missverhältnis kommt das, was ihr sendet, nicht da an, wo ihr es wollt. Ich bestimme nach Schulz von Thun, Vier-Ohren-Modell etc., ja genau da, wo es ankommen soll. Und das ist halt bei mir falsch, das weiß ich. Ich kann jetzt nur zurückkommunizieren und hoffen, dass es jetzt auf der Ebene ankommt, wo ich es gesendet haben wollen würde, dass ihr es auch empfangen sollt. Mann, habe ich mich krass angehört gerade. Ich bin der Architekt der Matrix, fick dich alle, ey. Ja? Scheiß auf Neil Patrick Harris in dem neuen Film, so. Wollte ich mal raushauen, der Architekt, Matrix 2, alles geht. Tja, Lea, ich habe eine umfassende Pädagogikausbildung genossen. Übrigens bin ich auch der Meinung nach Spitzer aus der BWK Ulm, aus der Neurochirurgie, dass Schulz von Thun falsch liegt. Das ist, ich möchte nicht sagen Westentaschen-Gedöns, aber liegt falsch. Ist dieses vier Ohren, und man kann ihn nicht kommunizieren, so, nee. Es ist einfach, heute ist das so widerlegt. Es wird aber immer noch gelehrt. In 15 Jahren wird das nicht mehr so sein, da bin ich mir sehr sicher. Wollte fragen, ob du die Jason Voorhees Maske gekauft oder selber. Die aus dem Hintergrund ist eine 1-Euro-Maske von Wish. Dazu gibt es ein Video, findest du bei mir auf dem YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal ist da generell verlinkt, aber wir können ja mal. So. Schau dich da durch, Shinji, da wirst du ein Video dazu finden, habe ich mal samstags hier gemacht. Update, ohne Markt zu ärgern, mehrere Waffenteile sind alle da. Ah, okay. Bin mal gespannt, ob Mittwoch alles funktioniert. Ich bin's auch, lass es mich wissen. Kenn das vom Lab. Seit 6 Monaten nächste Veranstaltung geplant und jetzt merken manche, dass es bis März schon knapp wird. Ja, und guck mal, ich habe hier die ganze Zeit was gemacht. Das ist der Unterschied. Ja, Lea, das ist ja halt wirklich auf einem anderen Niveau als das, was ihr hier tut. Bitte, das möchte ich ja unterscheiden oder unterschieden haben.
Ich habe mich jetzt nicht persönlich von irgendeinem von euch hier, nur ich gehe mit einem gewissen Grundlevel von manchmal dann hier rein und mache dann hier Stimmung. Auch um meine aufzuhellen und weil es mir halt hier natürlich besser geht mit euch allen etc. Wer sich das auf YouTube anschaut, herzlichen Glückwunsch. Schaut mal hier auf Twitch vorbei. Ihr seht, hier ist der Real Talk. Ja? Um mal einen Anglizismus rauszuhauen, zwei pro Stream leiste ich mir manchmal. Ich bin der Anti-Rezo. Ich fange Sätze in einer Sprache an und beende sie in derselben. Ja? Nachdem wir also jetzt sehr frustriert das hier nicht hinbekommen haben, ich werde das irgendwann mal wirklich ohne euch machen. Am Tisch, allein und hoffen, dass, weil das ist nicht spektakulär zu sehen, wie ich dann hier 10 Minuten lang sitze. Ich gucke mir dabei andere YouTube-Videos oder Streamer an und dann hier das zu halten und machen wir nicht. Sven, ich brauche dich. Wir machen jetzt die Seite hier. Denn diesen Teil, den kann ich auch noch. Wir haben jetzt noch etwa knapp 30 Minuten, in denen wir hier was Sinnvolles zu Werke bringen. Ich schaue mir schon mal die Bilder. Ich schaue mir schon mal die Bilder an von der anderen Seite. Da gibt es ja auch eine Grundplatte und von der brauche ich die Maße. Ich nehme mal stark an, es ist sogar dasselbe Maßformat wie auf der gegenüberliegenden. Wo ist das? Das ist schon das Innenleben. Da habe ich die Bilder mal gefunden, habe hier. Ne? Ich nehme euch dann gleich wieder mit auf die fantastische Reise, wenn ich denn bei den Bildern bin. Ja, Marc, die hättest du runterladen können in der Zwischenzeit. Hab ich aber nicht. Jetzt kommen wir der Sache nahe. Ich habe das Bild gefunden. Ah. Ja, das ist ein Scheiß mit diesem Kühlding. Ich mach das aus Schaumstoff. Lasst mich doch in Ruhe. Ja, das hat also eine Platte und dann kommt das Kühlerzeug da drauf und da drauf kommt dann auch nochmal was. Ja, okay, das habe ich begriffen. Also, gucken wir uns alle mal den Desktop an. Also, Sven, hier gibt es doch diese Grundplatte, die silberne, auf der dann halt hier diese kleinere neben ist und dann das hier. Ne? Welche Maße hat diese Platte? Und welche Maße hat die kleinere? Damit fangen wir einfach mal an. Ne? Grundplatte, kleinere Platte. Ich habe die Vermutung, sie ist von denselben Maßen wie die andere Seite. So, genau das Thema hatte ich heute Morgen mit meinem Vater, der auch oft genervt und ich sage ihm dann, dass er schon mit seiner Grundmuffeligkeit, das Wort musste ich erst aus dem Kontext erschließen, aus dem Haus geht, dann kam es ja nicht besser, dann kann es ja nicht besser werden. Ja, ist richtig. Es ist auch ganz oft so meine Lebenseinstellung, ne? Das ist wahr. Ne? Ja, Lego, 40 Jahre alte Sammlerkiste von mir mit meinem Schwager, den Gebrauchs-Lego ist gutes Lego. Ja, Held der Steine, Zitate, sehr richtig. Sehr wahr. Ich baue gerade Klemmbausteine von Mold King. Der böse Mold King. Ne? Also oft ist es ja so, dass die halt einfach dann kommerzialisiert Mocks benutzen und die Leute dann halt das nicht. Das hat der Held der Steine aufgearbeitet, das brauche ich jetzt hier nicht tatsächlich machen. Grundplatte hat dieselben Maße. Nee, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Dann passe ich nämlich gleich die hier an. Ne? So, das heißt, ich messe mal hier noch aus. Auch die kleine Platte hat dieselben Maße, nehme ich an. Bedeutet, ich habe hier 19 cm. Und hier habe ich 6, ja, 6,7 hast du gesagt. Und ich habe hier irgendwie so 6,6, 6,7. Okay, 19 mal 6, 6. Wo haben wir denn was? Kann das noch? Shit, ist das wirklich noch 19? Das wäre ja geil. Ja, es reicht. Es reicht. Ist es gerade? Ist es nicht? Oh. Okay, erstmal begradigen. Nichts ist nervtötender, als dann festzustellen, dass das nicht mehr reicht, wenn man dann begradigt hat. Ja. Es ist nicht gerade. Es ist nicht ganz korrekt. Es
muss ich anpassen. So. Es weicht auch hier wieder nur in den Nuancen ab, um ein Millimeterchen, also nicht mal. Es ist wirklich in dem Mühbereich. So. Fest aufdrücken, Klinge raus, durchatmen. Scheiße. Es war so wenig, dass ich es einfach nur aufgeraut habe. Ne? Ja, das ist was fürs Schleifen. Wo habe ich denn gerade einen 400er? Hier ist doch irgendwo die Schleifecke. Einfach mit dem Finger reingehen, bis es irgendwo hart wird. Genau. So, jetzt brauche ich mal vom Ray meinen Schleifklotz. Boah, 2 mm zu schleifen, wenn es nirgendwo drauf ist. Und ich kann das nicht schleifen, wenn ich es aufgeklebt habe. Und sonst wird es kacke aussehen. Gut, wir haben es retten können. Schleifpapier sei Dank. Das heißt jetzt die 6,6. Also seht ihr mal, wie lange sowas dauert. Also so eine Falle, das erste Mal, das zweite Mal bin ich wahrscheinlich schneller. Mit Schablonen wäre ich natürlich nochmal, sag ich mal, eine Stunde vielleicht. Aber wenn ich an dem Ding nachher 12 Stunden sitze, ne? Und dann ist die Frage, wie teuer könnte man sowas verkaufen? Oh, das ist ja voll einfach. Ach, ich sehe ja, und das sieht vielleicht gar nicht so hochkarätig aus. Ach, ich gebe dir 60 Euro. Mhm. Jetzt habe ich an Materialeinsatz schon etwa 60 Euro reingesteckt. Mit dem Schaumstoff, dem Plastidip, den ich mir in mehreren Farben kaufen musste, weil ich ihn gar nicht hatte. 13 Euro pro Flasche. Drei verschiedene Plastidips sind schon mal über 33 Euro. Nur Plastidip. Klebstoff muss ich haben. Sagen wir mal, komm, eine Tube, wenn du keine hast. Ja, so an Verbrauch geht da halt sehr wenig rein. Aber ja, sagen wir mal, gut, rechnen wir raus, lassen wir. Dann kommt halt aber dazu, wenn ich 12 Stunden arbeite und ich würde auch nur 10 Euro die Stunde dafür nehmen. Man muss mir ja irgendwie auch meine Lebenszeit vergüten, wenn ich das für jemand anders machen soll und das gar nicht will vielleicht auch noch. Ne? Dann bedeutet das ja, ich würde ja schon bei 120 Euro liegen plus die 33 plus den Schaumstoff. Das sind nochmal etwa 10, 20. Wenn ich keine Matte habe, muss ich mir eine kaufen. Ja. Also was willst du dann dafür verlangen? Ne? Dann müsste ich nachher auch irgendwas nehmen um die 150, 160 Euro. Und das will er dann wieder nicht zahlen, derjenige meistens. Ne? Aber nur zum Thema, wie Preise zustande kommen. Ich werde mal ein separates Video darüber machen. So, der Panda ist wieder weg. Okay, schön, dass du dabei warst, mein Lieber. Bei vielen Sachen gilt es mit dem Gebrauchten, aber Klamotten, Spielsachen, Bücher kann man nur am besten... gerade wenn du bei He-Man den Original-Motu-Sachen bist, da würde ich jetzt gebraucht... ne? Neu ist die Frage, will das jemand bezahlen? Aber nicht bei Spielsachen, vor allem Game Gear, die haben damals schlechte Kondensatoren verwendet. Also bin ich nicht so dafür, uneingeschränkt da zu sagen, da ist gebraucht. Der gebrauchte Game Boy ist heute noch super. Kriegst ja eh keinen anderen. Aber ich rede vom Original mit nur den verschiedenen grünen Schattierungen. Nicht Advanced, nicht Color, nicht sonst was. Toll, scheiße. Ah, mich das nervt. Wenn ich mich so verrutsche. Wenn ich hier so verrutsche. So. Also, und jetzt auch wieder hier. 6,7 peile ich an. Ja, und beim Game Gear, wenn du den gebraucht kriegst, dann musst du dann erstmal Kondensatoren tauschen. Weil die bei Sega damals schlechte verbaut haben. Ist ein bekanntes Problem. Dann hast du nämlich Displayfehler. Das ging nach ein paar Jahren halt schon los. Oh, bitte lass es gerade werden.
Ich habe es ja in der Hand. Grundplatte. Sieht richtig aus. Gut, können wir machen. Schön. Dann, Sven, die Maße. Nein, die kleine Platte hat andere. Da wollte ich gerade zu kommen. Sehr schön. Sie ist eher länglich. Das heißt 6,4 und 3,8. Danke. Und wir nehmen uns wieder von dem. Das kann man ganz geil aufkleben, aber schon, finde ich. Ich muss mir nochmal markieren, wie ich es hier gemacht habe. Wie viel Abstand hat das Ding denn bei mir? Das ist nämlich bei dir anders, Sven. Das hier sind 0,8. Okay. Das heißt, ich lege mir das hier mal gerade auf. So, ja, alles schön. Und wenn das jetzt hier 0,8 hat, 0,8, ja. Sonst hätte ich sie noch etwas geschoben. Gucken, dass es gerade drauf liegt. Und jetzt markiere ich mir das, bis wohin ich kleben muss. So, das nehme ich in Vorbereitung. Das erst kleben, dann drauf, das drauf. Das wird alles schwarz mit Plastiktipp behandelt. Und nachher wird es abgeklebt mit Malerkrepp. So habe ich es bei dem anderen auch gemacht. Und dann bekommt es halt die Schicht Silber. Ist auch nur eine. Und die auch nur so, ja, mehr in drei Gängen gesprühnebelt. Damit nämlich nicht so viel Farbpigmente drauf sind, die brechen können. Meine Stimmung wird gerade besser durch die fantastischen Dämpfe. Ja. Da könnt ihr euch ja denken hier, ne? So, oh, der Onkel wird high. Gucken wir mal auf die Uhr. Okay, wir haben noch 20 Minuten. Ja, etwas weniger. Ich will um 15 Uhr wirklich schon halb in den Startlöchern stehen. Also es wirklich mit Basteln aufhören. Machen wir um 55. Dann gibt es noch ein bisschen Plaudern. Ich achte dann verstärkt auf den Chat. So, wenn wir arbeiten, dann gucken sie dumm, wenn man einen Preis raushaut. Ja, genau, ne? Hagen, hast du recht. Ich baue für niemanden was. Ich gebe gerne Tipps, aber was machen? Ja, genau, weil das dann nämlich ja auch so ist. Nachher baust du und was ist, wenn du dich verschneidest? Ich sage ja, das ist wirklich ein Thema, das möchte ich mal separat besprechen. Und immer, wenn dann halt einer in einer Cosplay-Gruppe irgendwie sowas in die Richtung fragt oder auch in einer LARP-Gruppe oder sonst wo, dann linke ich einfach nur, oder bitte, dann könnt ihr einfach nur mein Video verlinken, das zur Aufklärung dient und gleichzeitig auch zu meiner Psychohygiene und die aller anderen. Ja, ich meine, das Beispiel ist ja, ich habe halt selber auch mal keine Ahnung gehabt und wollte dann halt so ein LARP-Kreuz haben nach meinen Vorgaben von meiner Gruppe. Jetzt habe ich so eins gesehen, mal auf dem Conquest bei einem Händler. Dann wollte der 90 Euro dafür haben. Dann habe ich halt gemeint, genau wie alle anderen auch, ich war damals ja nicht besser. Ja, wieso ist das denn so teuer? Wie kommt denn der Preis zustande? Dann hat er halt gemeint, ja, seine Arbeit halt. Also er hat sich das ja kurz gefasst und ich verstehe ihn auch sehr gut mittlerweile. Dann habe ich nämlich gedacht, komm, das baue ich mir selber, das ist ja nicht so schwer.
Ich hatte 50 Euro ausgegeben, um erstmal an das ganze Material ranzukommen. Ich hatte nichts. Dann habe ich 40 Stunden, ich habe es nämlich mal dokumentiert, damals zu dem Experiment, habe ich dann halt daran gesessen. Es sah nicht so gut geschnitten aus. Ich habe dann ewig rumgelatext. Eine ganze Woche hat meine Bude nach Latex und allem Möglichen gestunken. Ich habe keine Werkstatt, musste es auf dem Küchen- bzw. Wohnzimmertisch machen. Ja, das war's, ne? Passte halt irgendwann die Schere rein und wenn ich mich verschnitten hatte, musste ich was Neues machen. Ich musste mir sogar Material nachkaufen, landete nachher also bei etwa 60, 70 Euro Materialkosten. Das habe ich dann vergessen mit einzukalkulieren. Und saß 40 Stunden an einem Ergebnis, das nicht so schön war. Ja? Also, hätte ich doch die 90 Euro rausgehauen, hätte es mir nach meinen Wünschen umgestaltet oder hätte mir das selbst angefertigt. Ja? Und so hatte ich 40 Arbeitsstunden, etwa 60 Euro plus, ne, das ganze Generve noch obendrein und so weiter. Kein guter Deal. Wenn der sich verschneidet, das ist egal, ich habe den Preis mit ihm besprochen und zu dem Preis macht er mir das ja. Das ist der Unterschied. Während das ein bisschen klebt, können wir die 6,4 mal 3,8 ausmessen. Ja, machst du so. Es ist nicht gerade, ne? Ich muss auch das hier mal. Komm, das mache ich jetzt anders. Da schneide ich mehr weg, dass ich nicht irgendwie mich noch mit Schleifen rumschlagen muss. Wir haben ja zum Glück ein paar Linealgrößen. Was hat genau der Thomas Gottschalk auch immer gesagt, graue Maus? Ich meine, der hat viel gesagt, ich bin ein größerer Gottschalk-Fan. Vielleicht kann man das nochmal benutzen, ne? Wo ist es denn? So ein Streifen habe ich ja letztlich hier verwandt, ne? Auf der Boba Fett-Rakete. Diesmal nicht in der Version für Boba Fett. Also das ist jetzt gerade. Es ist nicht. Wie gibt's denn das? Na, doch, dachte ich mir. Ich bin ein verschissener Mist. Das kann doch nicht sein. Also 3,9, 3,8. War das andere. Ich nehme jetzt einfach 6,5. Die Gekospo wird mich abholen. Gut, wir haben es gerade 'Haben wir irgendwie so ein spannendes Symbol übrig. Einfach so ein Haken. Ja. Na, soll nicht da kleben, soll hier sollst du kleben.
durch den Kleber und auch die zusätzliche Platte habe ich dann jetzt hier die Stabilität, von der ich glaube, dass sie nötig ist, dass das eben auch nicht so nach außen drückt, wie es vorher der Fall war. Einfach mal richtig andrücken. Wenn wir früher unsere Nerfs modifiziert haben, habe ich auch nur gezeigt, den Bohrer habe ich selbst als andere ansetzen lassen. Wenn du was kaputt machst, ist es dein beschissenes Problem. Genau! Da, oh, das ist übel. Bei Nerfs, ja, ja. Da wollte auch immer jeder, dass ich ihm was modde. Und das hat dann halt, was weiß ich, Strife, halbe, dreiviertel Stunde ja schon gedauert jedes Mal. Ne? Und dann wollten sie halt immer nur irgendwie, ja, hier, mach doch. Ja, dann kann ich ja nicht in der Zeit an mir, also es ist ja meine Lebenszeit, die ich dann für dich aufwende. Und ich rede hier nicht davon, dass ich für Freunde oder so. Da hast du auch immer plötzlich ganz viele Freunde auf einmal. Ja, die können ja selber alle immer nichts. Doch, ihr könnt mir Geld geben. Das könnt ihr machen, um zu honorieren, was ich da tue. Könnt ihr mir Geld geben. So einfach läuft das. Sven, kannst du mir jetzt mal sagen, wo dieses kleine Plättchen drauf gehört? Dann wäre das der Abschluss unseres heutigen Streams. Ja, den brauche ich ja dann noch. Also, ich rufe nochmal das Bild auf und wir schauen uns das Ganze an. Ja, Graue Maus, habe ich gesagt. Ich bin verabredet. 16 Uhr bin ich verabredet. Also, einmal auf den Desktop. Sven, ich bräuchte dann von dir einfach mal von hier, von der Kante. Wie weit ist es hier weg? Und auch von oben, ne? Von hier, wie weit ist das runter? Also Abstand von der Seite und von oben, den hätte ich gerne. Danke. Wenn ich mal für was bauen muss, auch für das nötige Werkzeug haben. Genau, so kaufe ich mir mein Werkzeug, wenn ich es brauche und eben nicht, weil ich das für jemand versprochen habe. Richtig, ja. Den interessiert ja nicht, womit ich das baue. Genau, du musst dann also auch schon mal irgendwie sowas wie grundsätzlich irgendwie, wer kann das denn überhaupt machen? Das heißt, du kaufst dir da ja halt auch die Werkstattkenntnisse, Werkstatt und so weiter mit ein. Ne? Ich sag ja, das ist ein Thema für ein eigenes Video. Ich spare mir etwas Zeit, indem ich schon mal anfange, das zu bestreichen. Und das hier ist so ein Reststück, ne? Also das habe ich sogar schon mal irgendwo verklebt. Es sind hier noch Klebereste zu sehen. Und trotzdem kann man das ja noch gut verwenden. Also es ist hier kein Todesurteil für Teile. Ich würde da nicht immer alles wegwerfen. Ab und zu mache ich dann halt sowas wie mal aufräumen, wenn da zu viele gleichartige Teile rumfliegen und so weiter. Graue Maus gibt nochmal einen Wassermarsch. Dankeschön. So, ich werde schon mal gehen. Wenn es nicht mehr einen langsamen, tränenreichen Abschied hier gibt. Das ist aber lieb von dir, Hagen. Nee, war wieder schön hier und schön, dass du weiterkommst mit der Falle. Ja, wenn auch sehr, sehr, sehr schleppend. Ne? Sehr schleppend. Also wir haben ja immer noch die Teile, die wollte ich ja auch noch machen. Also ich hatte mir gedacht, dass das, ich meine, es ist lächerlich, was wir in diesen Stunden Arbeit so zustande kriegen. Aber es findet vor der Kamera statt. Ich kann damit anderen zeigen, wie es geht. Und nebenher noch einiges zum Thema Cosplay, Szene und so weiter raushauen und ja, vielleicht findet sich da ja auch noch jemand wieder. Nicht in die Falle sehen. Ja, das mache ich nicht. Der Seitenabstand 1,1 und nach oben 1,5. Danke. Dankeschön, lieber Sven. 1,1, 1,5. Markierung. 1,1. Markierung. 1,1. Innerhalb dieser zwei Parameter kommt das jetzt drauf. Das heißt, da muss ich hin und da muss ich hin und dann habe ich das. Ja, das ist es.
Hier seht ihr, habe ich es diesmal nur einseitig verwendet, damit ich es nämlich im Zweifel verschieben kann. So, jetzt presse ich es einfach etwas an, immer etwas andrücken. Den Rest erledigt dann der Kleber. So, gut. Grundsätzlich erledigt. Und das hat jetzt eine deutlich andere Stabilität. Ja, vielleicht kriegen wir das ja noch, ja, 52. Ah. Ich möchte ja auch nicht. Der Ray will ja immer umfallen. Ne? Aber schaffen wir das denn, daraus noch was zu machen? Ich glaube es nicht. Ja, es würde zwar, doch, es wird funktionieren. Klar. Klar funktioniert das. Aber nicht mehr heute. Ich lasse es so, wie es ist. Schön, dass ihr reingeschaut habt, ihr Lieben. Wir gucken mal, wen wir raiden können. Ne? Also für die Leute auf YouTube, an der Stelle gibt es einen Schnitt und das nächste Video kommt.